Durchschauen Sie heute den Unterschied zwischen Fakt und Fiktion. Es ist unfassbar, was wieder über den Krieg in der Ukraine erzählt wird, was von der Mehrheit geglaubt wird und wohin wir jeden Tag mit einer unheimlichen Geschwindigkeit treiben. If the United States tripped into nuclear war with Russia, the Russian nuclear weapons would hit Ukraine and wipe out everyone in that country before the Russian nuclear weapons reached the United States. The president might not warn us that the missiles are coming in order to spare us the most intense panic of our lives in our final minutes. Was läuft eigentlich gerade auf Bild TV? Wir sind wieder an einem geheimen Ort mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister der Stadt Kiew. Vitali, schönen guten Mittag. Du siehst, ich bin mittlerweile mit einer Schutzweste hier. Wir müssen uns jetzt hier mit den ukrainischen Soldaten verstecken vor den Einstecken. Die Straße ist wahrscheinlich die gefährlichste, die es in der Ukraine gerade gibt. These are German weapons. How do you learn to shoot with them? Juri erklärt uns, sie nutzen YouTube. Ich glaube, es wird noch lange dauern. Ich glaube, es kommt darauf an, ob der Westen bereit ist, die Ukraine entschiedener zu unterstützen. Seit dem letzten Video, dem ersten Teil meiner Recherche, ist ziemlich viel passiert. Der Cum-Ex-Skandal bei der Hamburger Warburg Bank schlug zuletzt wieder Wellen, als laut Medien in einem Schließfach des früheren Bundestagsabgeordneten und Scholz-Parteifreunds Johannes Kahrs eine große Summe Bargeld gefunden wurde. Was wissen Sie über das Geld im Schließfach von Johannes Kahrs? Nichts. Und das ist schon bemerkenswert, weil Herr Scholz hat selbst gesagt, er verstehe gar nicht, wie man auf die Idee hätte kommen können, dass Cum-Ex jemals legal gewesen sei. Warum trifft er sich dann mit einem Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren dreimal und hat danach Erinnerungslücken? Also er muss sich entscheiden, entweder er hat keinen Einfluss genommen oder er kann sich nicht erinnern. Beides geht nicht. Sie wollen ja nicht, dass Dreck an Ihrer weißen Weste hängen bleibt, oder? Da Sie ein seriöser Journalist sind, ist das ja ausgeschlossen. Lass mal. Reden wir über was anderes. Amnesty International accuses Israel of committing the crime of apartheid against Palestinians in the occupied territories and Israel and against Palestinian refugees. The worst violence in a year, and it's only day two of what Israel says could be a week-long bombardment of the Gaza Strip. Ein Holocaust- und Apartheid-Vergleich von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas im Kanzleramt hat für Empörung gesorgt. Da wird der Holocaust relativiert durch den Palästinenser-Präsidenten und der Bundeskanzler schweigt in diesem Moment. Klar, der Vergleich hinkt, aber schön, dass wir wieder über unsere Sensibilitäten reden und nicht über die Verbrechen eines Apartheid-Regimes. Even media, unfortunately, remember Gaza only when there is escalation. Why we need to keep losing life to keep remember the world that there is Gaza. That's what happening there. Ach, zu weit weg. Irgendwas, was näher dran ist? Irgendein anderes Thema? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat einen Bericht von Amnesty International zu angeblichen Völkerrechtsverstößen seiner Streitkräfte kritisiert. Wer Russland freispricht und künstlich einen Kontext schafft, in dem die Angriffe von Terroristen offenbar gerechtfertigt und nachvollziehbar sind, hilft damit nur den Terroristen. Amnesty hatte zuvor erklärt, die Kriegstaktik der Ukraine, etwa Raketenwerfer in der Nähe von Wohnhäusern zu positionieren, gefährde das Leben der Bürger. Nee, lass mal, das zieht die Stimmung doch nur runter. Irgendwas Positives? Top Gun Maverick kam raus. Cool, oder? Nach 36 Jahren wurde die Geschichte von Kampfjet-Piloten bei der US Navy fortgesetzt. Wir ziehen in einen Kampf, auf einem Niveau, das kein Pilot je erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Mehr als 1,3 Milliarden Dollar spielte Top Gun Maverick ein. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Filmen der Welt. Mehr als 2,7 Millionen Deutsche sahen den Film im Kino. Kleiner Sidefact: Bevor Top Gun in die Kinos kam, zufällig, während in der Ukraine Krieg herrscht, wurde der Film exklusiv im Pentagon vorgeführt. Warum dort? Na, weil das US-Verteidigungsministerium am Drehbuch beteiligt war. Kein Scherz, das US State Department hatte sogar Vetorecht beim Konzept und bei der Umsetzung. Komm, reden wir lieber über etwas anderes. Tom Cruise, der altert einfach nicht. Wie macht er das eigentlich? Die effektivste Form der Propaganda kommt im Gewand des Entertainments. And even if you can't be a soldier in the ranks, you can be the guy to help supply the guns and planes and tanks. This is the time for you to do your best.
This is no time for you to take a rest. The enemy is reeling and his morale is low. So now's the time to fall in line and deal the final blow. Bye, 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 buy a bond. Buy a bond. And by, the bonds you buy will bring you victory. Top Gun ist die vielleicht erfolgreichste Propaganda-Operation aller Zeiten. Von dieser Art gab es in den letzten Jahrzehnten Tausende. Hollywood-Produktionen, die ihre Drehbücher im Pentagon absegnen lassen mussten. Jack, Top Gun, Armageddon, Black Hawk Down, Pearl Harbor, ja, es tut mir leid, auch Transformers, Iron Man oder Man of Steel sind Beispiele. Das US-Militär und die CIA beeinflussen seit Jahrzehnten Serien und Filme zu ihren Zwecken. Das ist kein Geheimnis. Es interessiert einfach nur niemanden. You say, I want to film at an Air Force base, or I want an aircraft carrier, or I want some Black Hawk helicopters, or whatever it is. And they would tell you straight away, give us your entire script. We've worked with Mr. Bay here since Armageddon, if I'm not mistaken, and hope to do more of the same. I've got a direct line to the Pentagon. Some people probably would say, well, yeah, I've heard of this, like the Top Gun, maybe Black Hawk Down, maybe some of the Marvel series. But what they don't know is how systematic this has been and how huge this operation has been. You can call it censorship, you can call it propaganda. It's all of these things. Now these freedom of information requests that have been successful allow us to actually look at that list, and it's stunning. What we've found is that thousands upon thousands upon thousands of products have been affected and are often rewritten at script level by the national security state in the United States. Dieser Dokumentarfilm ist sehr zu empfehlen. Er basiert auf dem Buch National Security Cinema von Dr. Matthew Alford, dem britischen Forscher für Filmwissenschaften. Der sagt, ohne die Hilfe des Pentagon hätte sich das Marvel-Universum nie zum größten Film-Franchise der Welt entwickelt. Wer schaut denn eigentlich heutzutage noch Fernsehen? Wir sind so cool, wir lassen uns doch nicht vom Einheitsbrei im TV abspeisen. Wir sind der Widerstand. Wir haben Abos und entscheiden selbst, was wir gucken. Klar. Was mich oft erstaunt ist, dass wir uns heutzutage so dermaßen mit Sport und Ernährung aussetzen, dass wir uns darüber bewusst sind und bewusst entscheiden wollen, was wir in uns hineinlassen, was unserem Körper gut tut. Aber dass wir als Kunden dieser Kulturindustrie nicht hinterfragen, mit welchen offenen und verborgenen Botschaften wir torpediert werden. Jeden Tag. Well, I've spent my career working in the mainstream and I've covered probably 7, 8, 9 shooting wars. I've never seen a coverage so utterly consumed by a tsunami of jingoism. I say that to people all the time. I said, unless you're going to sit in front of your television and deconstruct what you see, actually take it away with you and check it. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber man muss sich schon die Frage stellen, wem dient das, was mir erzählt wird und was ich glauben soll. It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to achieve it. Iran has something that Iraq doesn't have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was prime minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran, because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people, they want to have the same nice clothes at the same houses and swimming pools and so on. Ja, hat wirklich gesagt. And I think that people sitting right next door in Iran, young people, and many others will say, the time of such regimes, of such despots, is gone. There is a new age, something new is happening. Erklärt das vielleicht unsere USA-Hörigkeit und unsere tief sitzende Sympathie für ihre Dominanz? Besonders in Zeiten des Krieges, im Rahmen öffentlicher Debatten.
wird sie deutlicher sichtbar. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. Wir stehen hier vor einer einfachen Wahl. Schutzmacht USA oder ein verarmter neostalinistischer Gulag, der von einem verrückten, die Menschenrechte missachtenden Diktator mit einer Atombombe geführt wird, Nordkorea. Oh my God, one is thirsty in the desert and what to drink but Coke. In our postmodern, however we call them, societies, we are obliged to enjoy. Enjoyment becomes a kind of a weird, perverted duty. The paradox of Coke is that you are thirsty, you drink it, but as everyone knows, the more you drink it, the more thirsty you get. Sind wir vielleicht alle als Kinder und Jugendliche darauf programmiert worden, ganz bestimmten Wünschen, Träumen und Zielen nachzujagen, um ihr System zu stabilisieren? Ich finde, diese Frage muss man sich stellen. Diese Imagewelten, die wir begehren und denen wir versuchen sozusagen hinterherzuleben, zwingen uns auch dazu, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Ebenso, wie die Propaganda im System es ständig in unsere Köpfe hämmert. Weil mein Punkt ist ein anderer. Ich finde, dass dieser Krieg eine hochmoralische Angelegenheit ist. Dieser Krieg ist ganz einfach. Das ist schwarz-weiß. Das ist Gut gegen Böse. Das ist eine ganz einfache Sache. Und unsere Antwort, die wir geben müssen, ist, auf welcher Seite wollen wir stehen? Wie auch immer, es ist in der Zwischenzeit noch etwas passiert. Hat aber fast niemanden interessiert. Das ist Ayman al-Zawahiri. Seit 2011 war er der Nachfolger von Osama bin Laden im Terrornetzwerk Al-Qaida. Der soll sich in unterschiedlichen Häusern in Kabul versteckt haben, die die CIA seit dem Truppenabzug der USA beschattete. Al-Zawahiri soll nie das Haus verlassen haben, aber sich morgens längere Zeit allein auf dem Balkon aufgehalten haben. Am 1. August 2022 autorisierte Joe Biden den Abschuss zweier Hellfire-Raketen mittels einer Drohne. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. We make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. I will find you. And I will kill you. Ja, ja, die Traumfabrik Hollywood liefert uns wie immer das, was uns die triste Realität vorenthält, den Coolness-Faktor. Die Fakten über den War on Terror klingen weniger cool. Seit mehr als 20 Jahren läuft dieser Krieg. Die USA haben in dieser Zeit mehr als 8.000 Milliarden Dollar ausgegeben. Etwa 38 Millionen Menschen mussten fliehen und fast 1 Million Menschen wurden getötet, ermordet, ausgelöscht. Aber die sind so sympathisch. For the final time as president, I am pleased to award our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. Das wird einem warm ums Herz, oder? We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Das sind ja ganz normale Menschen, die joggen gehen und dabei die Nachricht bekommen, dass sie die Wahl gewonnen haben. Unfassbar. Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids, character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. Try those, Mr. President. Ja, cool, die PR-Maschinerie läuft. Was auch läuft, sind die Spezialoperationen der US-Armee in 134 Ländern. Wir sind die dunkle Materie. Wir sind die Kraft, die das Universum ordnet, aber nicht sichtbar ist. Das sagte ein Navy SEAL der Washington Post in einem Artikel, der sich mit den verdeckten Operationen von JSOC, der Joint Special Operations Command,
des US-Militärs beschäftigt. Das Gefühl zur moralischen Vorschrift, das Gefühl ist überhaupt unglaublich wichtig. Es gibt einen Schmerzenskult um diesen Tag herum und insofern ähnelt er dem Holocaust. Gibt es da, trotz natürlich aller großen Unterschiede, gibt es da Parallelen, Ähnlichkeiten? Oh ja, also es gibt die Parallele zum Beispiel darin eben, dass beide Ereignisse gefühlt werden müssen. Das heißt, der Opferbegriff bekommt eine eigene Heiligkeit und er wird auch zur politischen Währung. Man tut für die knapp 3000 Opfer dort etwas. Man führt Kriege, die zum Beispiel dazu führen, dass im Irak alleine und in Afghanistan zusammen 6000 amerikanische Soldaten gefallen sind. Das ist eine Währung. Die gibt es eigentlich nur für die beiden von Ihnen genannten Ereignisse. Es sind die Angriffe, die die NATO auf Libyen fliegt und die viele zivile Opfer haben oder auch die Toten von Afghanistan, nicht in solche Rechnungen einbegriffen. Seit 9/11 ist die Al-Qaida gewachsen. Sie soll insgesamt etwa 40.000 Kämpfer rekrutiert haben. Die USA mögen zwar ihre Fähigkeiten eingeschränkt haben, aber haben nichts darin erreicht, ihre Wurzeln und Ursachen zu beseitigen. Stattdessen haben sie immer den Wunsch dieser Fanatiker erfüllt, in die Länder einzumarschieren, in denen Al-Qaida beheimatet ist. Beide Seiten wurden mit ihrer Erzählung beglückt. Die USA konnten der Welt die Geschichte von Rache erzählen und die Al-Qaida die Geschichte von einem heiligen Krieg, bei dem sie an vorderster Front stehen. Je länger dieser Krieg gegen den Terror andauert, desto mehr Präsidenten konnten ihn für sich instrumentalisieren, die Wahrheit hier etwas schminken, da etwas die Zahlen frisieren, vor allem mit toten Köpfen posieren. At around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida. Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. So wie jeder Präsident der USA hat also auch Joe Biden seinen bösen Counterpart erledigt. Wie der Drohnenkrieg der USA mit dem Völkerrecht kompatibel ist. Ach nee, jetzt bloß nicht vom Krieg in der Ukraine ablenken. Azawahiri ist immerhin Geschichte. Und was ist jetzt eigentlich mit Putin? Großes Thema in der Welt heute, die gezielte Tötung des Al-Qaida-Führers Al-Zawahiri in Kabul. Und im Netz taucht sofort die Frage auf, wenn man dazu fähig ist, die Amerikaner, warum nicht mit Putin? Wünschten sie sich so etwas? Also viele Ukrainer würden sich wünschen, dass der Auslöser dieses Krieges, dass er nicht mehr in der Lage ist, diesen Krieg fortzusetzen. Eine Kopfantwort, das Herz sagt auch gegen Putin? Ich glaube, die Waffen sind da und deswegen hoffen wir, dass auch die Amerikaner uns mit ähnlichen Waffen ausstatten. Das ist möglich. Es gibt keine politischen Grenzen dafür oder Bedenken. Der Herzensmensch Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, wurde abberufen. Während die Klitschkos, die Good Cops, in der Kommunikationsstrategie der ukrainischen Regierung sind, war Melnyk der Bad Cop. Andriy, hast du eigentlich russische Freunde? Nein. Nein? Hat sich so ergeben. Nicht, weil ich das nicht wollte, aber weil es keine... Hattest du mal russische Freunde? Nein. Nie. Auch wenn, du hast vorhin biografisch gesagt, deine Familie, deine Eltern und so weiter haben sozusagen, so habe ich das verstanden, auch russische Wurzeln, ich nenne das jetzt. Ja, aber Wurzeln ist das eine und Freunde ist das andere. Also Freunde hatte ich nie, weil ich einfach... solchen Menschen nicht begegnet bin. Solchen Menschen? Gestolpert war er über ein Interview mit dem Journalisten Thilo Jung, wo er sich über seine Verehrung für den Faschisten Stepan Bandera geäußert hatte. Du hast ja als Botschafter das Bandera-Grab besucht. Hast du gesagt, du verehrst ihn. Fangen wir damit an. Seit wann verehrst du Stepan Bandera? Warum? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verehre. Doch, mehrfach. Ich habe das Grab besucht, weil Stepan Bandera jemand ist, und zwar nicht nur für mich persönlich, aber für viele, viele Ukrainer, als Inbegriff des Freiheitskämpfers. Glauben Sie, dass Sie deshalb gehen mussten? Ich glaube, dass
dass diese Aussagen wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben können. Das weiß ich nicht. Ich kann das nur vermuten. Er weiß angeblich nicht, warum er gehen musste, aber immerhin reichte es für eine Beförderung. Lasst mich raten, warum. Auch für die ukrainische Regierung und vor allem für die Bevölkerung in der Westukraine ist und bleibt Bandera ein Held. Die von Melnyk geäußerte Meinung sei eine eigene und würde nicht die Haltung des ukrainischen Außenministeriums reflektieren. Schade, dass diese Haltung nicht weiter ausgeführt wird. Unsere Mainstream-Medien haben diese kurze Notiz auf der Website des ukrainischen Außenministeriums als Distanzierung gedeutet. Und ich frage diese Journalisten, die das so gedeutet haben, reicht euch das? Das, was da steht, ist weder eine Distanzierung von Melnyk, noch ist es eine Distanzierung von Bandera. Warum das keine ist? Deshalb. Andriy Melnyk, Vertreter der Ukraine bei uns, wird nach Hause befördert ins Außenministerium nach Kiew. Ich hatte nicht nur diese Melnyk-Bandera-Affäre im ersten Teil meiner Recherche erwähnt, sondern auch die unbeantwortet gebliebene Frage von Thilo Jung aufgegriffen. Wie steht eigentlich der jüdische Präsident Zelensky zu Bandera? Die Antwort von Zelensky war eindeutig. Er hat rein nichts dagegen, dass Bandera als Nationalheld gefeiert wird. Das ist aber eine Antwort, die man derzeit ungern hören möchte. Also wird es in diesem Fall wahrscheinlich beim Bauernopfer Melnyk bleiben. Noch einer musste zwischen meinem ersten Video und diesem hier gehen. Are you saying they're abdicating their duty to scrutinize me? Are you saying they haven't the guts to put questions to me? Great supine protoplasmic invertebrate jellies. Große protoplasmatische wirbellose Quallen. Sehr originell. Boris Johnson, der britische Premierminister, musste Ende Juli 2022 zurücktreten. Er war über sein eigenes Netz aus Lügen und Betrug gestolpert. Doch bevor er gehen musste, hat er nochmal gegenüber Russland den Harten markiert. Putins Antwort lasse ich jetzt mal unkommentiert. Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. Nein, ich verspüre kein Bedürfnis nach einem starken Mann, einem knallharten Führer, der hier für mich mal auf den Tisch haut und aufräumt. Obwohl... Des Teufels kann man dich nicht eine Minute aus den Augen lassen, was ist los? Ich habe aus dem Evangelium gelesen und sie wollten mir das Ohr nicht leihen. Warum hast du sie nicht belehrt, wer sich für einen Christen gehört? Du quatsch dich mal aus, Keule, scheinst was zu wissen. Du erinnerst dich doch, was im Evangelium steht, du hältst die Füße still. Wenn dich einer schlägt, halt ihm auch die andere Wange hin. Ach ja, richtig, das hatte ich ganz vergessen. Verzeih, Bruder. So, dann kannst du alles nachholen. Danke. Nanu, ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich treffe. Warum schlägst du ihn? Weil er auf die falsche Wange gezielt hat. Links fängt man an. Nein, ich will nur zeigen, wie hier miteinander kommuniziert wird. Es wird gespottet, gelacht und gelästert. Woher diese Heiterkeit, wenn alle so besorgt und bestürzt sind? Es ist so. Alle Beteiligten wissen einfach, dass es ein altes Spiel ist. Dass ein Spiel bleiben wird. Solange alle Seiten im Glauben spielen, dass es noch ein Spiel ist. Und zwar ein Spiel mit dem Feuer. Aber wie heißt es so schön? Spiel nicht mit dem Feuer, wenn du nicht weißt, wie du es löschen kannst. Das Ordnungsprinzip für jede Gesellschaft ist der Krieg. Die Autorität eines Staates über sein Volk beruht auf seiner Kriegsmacht. Heute geht's um Öl, morgen um Wasser. Das sind die Königsdisziplinen des Geschäftemachens. Waffen, Öl und Drogen. Aber wir haben da ein Problem. Interessiert mich ein Scheiß. Friedliche Zeiten sind Gift für uns. Frieden ist gleichbedeutend mit Stillstand. Deshalb stützen wir die Weltwirtschaft künstlich durch Zerstörung. Wir können nur weiterhin Geld machen, wenn die Welt in Flammen steht. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus bestand das römische Weltimperium mehr als 1200 Jahre. Zu Hochzeiten zeichnete sich diese unangefochtene Supermacht durch eine funktionierende Verwaltung, eine stabile Wirtschaft, ein straff geführtes Heer aus, das allen anderen bei weitem überlegen war. Die Römer waren kulturell weltprägend und ein Inbegriff von Zivilisation. Ein besonderes Merkmal war ihre Fähigkeit, andere Kulturen zu absorbieren. Als sich dieses Weltimperium 476 nach Christus auflöste, hatte die Führung auf vielen Ebenen versagt. Die Umstände ähneln sehr den heutigen Umständen, in denen wir den Untergang des Weltimperiums der USA erleben. We have fewer democracies in the world today than we did 15 years ago. Fewer! Not more, fewer! Can-
ein zu großes Herrschaftsgebiet, ein obszönes Niveau an ungerechter Vermögensverteilung, zu hohe Ausgaben für das Militär, eine tiefgreifende kulturelle und politische Spaltung der Bevölkerung und zu viele Kriege auf zu vielen Fronten. Laut Graham T. Allison, dem Harvard-Professor für Politikwissenschaften, ist die Frage um die wirtschaftliche Vorherrschaft Chinas bereits geklärt. Anhand von mehr als 20 Kriterien weist er nach, wie China die USA ökonomisch schon längst überholt hat. In 2004, China was about 40% of US GDP. And in 2014, it was about equal. That's using purchasing power parity, which is the metric that the IMF and the CIA both believe is the best single metric for comparing national economies. And by 2024, it's going to be 40% larger than the US. Seitdem China die Märkte geöffnet habe und stetig wachse, seien die USA von der Angst beherrscht, sie müssten Macht an ihren Konkurrenten abgeben. Allison sieht in der Historie unzählige Vergleiche, in denen solche Verhältnisse zu Kriegen zwischen Supermächten führten. In den vergangenen 500 Jahren sei es in 12 von 16 Fällen dazu gekommen. Das, was wir gerade erleben, ist historisch einmalig. Der westliche Block hat zwei gigantische Rivalen zusammengebracht. Während die USA und ihre Verbündeten zuvor immer versucht haben, China und Russland immer etwas voneinander fernzuhalten, um Pekings Machtposition zu schwächen, legen sie sich heute zeitgleich mit zwei Supermächten an. Im Mai 2022 haben die USA, die sich derzeit in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine befinden, zeitgleich gegen China in Taiwan gezündelt. Und wie das gemacht wurde? Das klingt harmlos. Auf der Website des US State Department wurde das Factsheet zu Taiwan umformuliert. In der neuen Version wurde eine Formulierung, in der Taiwan noch als Teil Chinas bezeichnet wurde, entfernt und der Text beginnt mit dem Statement: Als führende Demokratie und technologisches Kraftzentrum ist Taiwan ein wichtiger Partner der USA im indopazifischen Raum. Und Putin erkennt die Zeichen der Zeit. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масло в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Auch wenn unsere Medien immer wieder von einer Einkreisung Taiwans durch China oder der Gefahr einer gewaltsamen Einnahme der Insel sprechen, ist Taiwan de facto ein Teil der Volksrepublik China. Und das wird von der gesamten internationalen Gemeinschaft seit 1948 akzeptiert. Aber die Weltpolizei sieht das natürlich alles anders. Sie wollen ihre Freiheit nämlich auch in Taipeh verteidigen. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. Der Taiwan-China-Konflikt war ein eingefrorener Konflikt ohne Lösung. Warum ihn die USA nicht eingefroren lassen wollen, lässt sich wahrscheinlich nur mit ihren Ängsten erklären, bald auf dem Pazifik nur noch die Nummer 2 zu sein. Die Welt steht heute vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie. Die Entschlossenheit Amerikas, die Demokratie zu bewahren, hier in Taiwan und überall auf der Welt, bleibt eisern. Wenn sie die Menschen wirklich wollen, dann müssen sie die Menschen wirklich wollen. Was sagt eigentlich unsere Verteidigungsministerin der Herzen zum Pulverfass Taiwan? Ja, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Es kann ja nicht sein, dass keiner nach Taiwan reist, weil die Chinesen dann hyperventilieren. Na klar hat die Waffenlobby nichts gegen einen weiteren Krieg. Wie eng die Verbindungen von Strack-Zimmermann zur Rüstungsindustrie sind, habe ich im ersten Teil meiner Recherche aufgezeigt. Was ich auch gezeigt habe, ist, wie der Westen nicht nur versucht hat, durch einen Regime-Change um 2014 herum die Interessen Russlands in der Ukraine zurückzudrängen, sondern mit Geld und Waffen, mit harten Sanktionen und wie hier mit einer gezielten Provokation eines gigantischen Verbündeten. Viele dieser Sanktionen haben Russland auch ziemlich schwer getroffen, aber manches davon hat Putin sogar in den Westen zurückgeleitet. Eine Strategie des Westens scheint dabei aber völlig gescheitert zu sein, nämlich die Isolation Russlands in der Weltgemeinschaft. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. But I suspect looking at the figures,
probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. Unter Verweis auf die westlichen Sanktionen rief Wladimir Putin die Gruppe, der auch Brasilien, Indien und Südafrika angehören, zu engerer Zusammenarbeit auf. President Ibrahim Raisi and Erdogan announced during a press conference a pledge to increase their bilateral trade to a record high of $30 billion. President Putin has been hosting the leaders of the Russia-led military alliance. Russia is now boosting relations with Africa that were abandoned after the Soviet collapse in the 1990s. The new U.S. strategy promotes democracy and presents African countries as partners. And one of the focuses on what we will do with African nations and peoples, not for African nations and peoples. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with active, principled American leadership. The United States and each of the countries around this table are an essential part of that order. Und dann kam der Downer. وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate oder Indien versuchen derzeit einen Spagat zwischen zwei Welten. Sie intensivieren die Handelsbeziehungen zu Russland und bleiben weiterhin ein strategischer Partner des Westens. Dass Russland keine Probleme dabei zu haben scheint, neue Abnehmer für das Öl zu finden, sieht man hier. Es gibt weiter fleißig Abnehmer für russisches Öl. Das kann man definitiv so sagen, auch wenn der Westen sich da rausgenommen hat. Aber wir sehen eben trotzdem weiter die Verbündeten Russlands, die weiter einkaufen. Ich habe die BRICS-Staaten jetzt hier zuerst mal mit genannt. China, die haben zum Beispiel, kaufen jetzt 55% mehr, als sie das vorher gemacht haben. Indien ist da inzwischen, haben sich massiv gesteigert. Die haben ihre Ausgaben in russisches Öl um das 31-fache erhöht. Und auch Saudi-Arabien, das ist auch interessant, die haben auch ihre Einkäufe verdoppelt, wo man sich ja wundert, die haben ja eigentlich selber Öl. Das russische Öl ist aber so viel günstiger, dass sie das selber nutzen, um Strom zu erzeugen und ihr anderes weiter teuer verkaufen. Also, die Länder, von denen wir unser Benzin und unser Diesel kaufen, kommt inzwischen über Bande, aber immer noch aus Russland. Und das, was jetzt dazu gekommen ist, ist einfach nur, dass ein weiteres Land als Zwischenhändler von diesem Geschäft profitiert, Saudi-Arabien. Und was war jetzt nochmal mit der ganzen Idee von unserem Geld darf nur die Ukraine den Krieg finanzieren, aber nicht Russland ihren Krieg gegen die Ukraine? Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben. Es ging hier also um das notwendige Opfer für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Dann zähle ich jetzt mal die neuen Lieferanten von Gas auf, die derzeit von der EU umworben werden oder bereits liefern. Ägypten, Algerien, Angola, Kongo, Aserbaidschan, Katar, Senegal, Arabische Emirate und so weiter und so fort. Muss man dazu noch etwas sagen? Ich sage nicht, dass wir nur mit liberalen Demokratien Geschäfte machen dürfen. Ich will nur sagen, das moralische Argument ist reine Fassade. And I think about it and my heart just breaks, you know. All of a sudden your big, aggressive, nasty neighbor decides he wants what you have. He can't build it himself. I mean, the real story here is that he has failed as the president of Russia. Wisst ihr, ich werde das Gefühl nicht los, dass wenn man einer Falkin wie Hillary Clinton zuhört, die zu einem großen Teil für die Destabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens verantwortlich ist, dass man hier ein ganz anderes Problem mit dem Vorgehen Russlands hat. Nein, 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 es bricht ihr nicht das Herz, wie sie hier behauptet. Sonst müsste sie angesichts ihrer eigenen Taten vor Trauer sterben. Das tut sie nicht, nein. Solange die Diktatoren, Despoten und Tyrannen dieser Welt pro-westlich sind, ist alles in Ordnung. Solange sie sich der noch USA-dominierten Weltordnung untergeben, ist alles in Ordnung. Wenn man mal das Vorgehen eines ehemaligen Generalsekretärs der NATO, also den Kopf eines geopolitischen Machtinstruments der US-Politik, kritisch hinterfragt, bekommt man Folgendes zu hören. At what stage, what precise moment, date, time, in your understanding, in your recollection, did the official mission in Libya go from being protecting civilians in Benghazi to toppling Colonel Gaddafi to regime change? When did it switch? Yeah, but we never switched. We protected... You never switched. So no, how did he end up raped and murdered by rebels with NATO support? That was the local rebels. But they didn't get there without your aid support, did they? They couldn't have reached Tripoli without NATO air support.
But could we couldn't kill Gaddafi from air operations. That completely impossible. Well, you could. You did bomb command and control headquarters yards away from his homes and offices. Of course, that was according to the UN mandate. Right. But and you wouldn't have been upset if one of those bombs had hit him. Come it was on. Local rebels who killed him. Yes, with your support. No, we didn't support that. The British Defence Secretary at the time, as you know, Liam Fox, said NATO is providing intelligence and reconnaissance assets to the rebels to help them track down Colonel Gaddafi. Well, they did. So you and did support them. And you, you said you didn't support them. And I think it was a good idea to get rid of a scrupulous dictator. Okay, so you were involved in regime change. No, we wasn't. So it was a good idea to get rid of him, but nothing to do with us. Exactly. Even though the Defence Secretary of Britain says that you were involved. The Defence Secretary of a major NATO member country. Yeah, but Conservative, hawk. Yeah, yeah. But I have to say... Is he not telling the truth? I have to say, I applauded what happened. But we were not part of it. Do you applaud the way he was raped and killed in a ditch without a trial? No, you applaud that? But I applauded that Libya got rid of a scrupulous dictator. The way in which they got rid of him, do you applaud that? No, I... We were not engaged in that. I'm asking you, how much is Hillary Clinton to blame for the mess that you've conceded Libya is in today? I don't think you can blame Hillary Clinton or NATO or any other. Who is to blame? The international community as such. Das Problem des Westens sind nicht die Gewalt, die Menschenrechtsverletzungen, der Bruch des Völkerrechts, sondern dass es eine Macht gibt, die ohne ihre Zustimmung Gewalt einsetzt. We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home, on the porch of our house. So what would the Americans think if we, for example, decided to come to the border between, say, Canada and the United States or Mexico? And simply deploy our missiles over there. Das Gewaltmonopol hat gefälligst in den USA zu bleiben. How would it be if the United States were viewed by the rest of the world as interfering with the elections directly of other countries and everybody knew it? What would it be like if we engaged in activities that he is engaged in? It diminishes the standing of a country that is desperately trying to make sure it maintains its standing as a major world power. They are not able to dictate what happens in the world. There are other nations of significant consequence, i.e. the United States of America being one of them. Die USA zum Beispiel? Ist das an Dreistigkeit zu überbieten? The US is the only power capable, desirable and reliable to exercise that function. When you look at the US government around the world, many would say there are many examples of brutality and violence by the US government against civilian populations. I think, for example, the US has dropped bombs on more than 25 countries since World War II. It dropped millions of cluster bombs on Vietnam, Laos, Cambodia, killing hundreds of thousands of innocent people in those parts of the world in the 60s and 70s. Do you think the families of the victims of US bombs would see the US as a viable or credible policeman? No, I don't think so. And police is very often not popular. Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land der Welt, das die Konvention über die Rechte des Kindes nicht ratifiziert hat. Sie sind auch nicht dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen beigetreten, das die Nutzungsarten der Meere regeln soll. Die USA lehnen die Streubombenkonvention ab. Und völlig absurd ist, dass unsere Weltpolizei den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt. Der ist nämlich für die Strafverfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Angriffskriegen verantwortlich. The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy and no authority. Es gibt keine Kriege ohne Kriegsverbrechen. Ob Russland oder die Ukraine, beide Seiten müssen sich einer Prüfung unterziehen. We follow the evidence and we are nobody has a free pass. Nobody can say in 2022 with the internet, with the Twitter, with movies, with that nobody knows what these laws are. I've said very clearly I don't have an agenda. I'm not in favor of Russia or against Russia, nor am I in favor of Ukraine or against Ukraine.
This is an issue of politics. What we are in favour of, and it wasn't a soundbite, is that we are in favour of the law, which is in favour of humanity, which is to protect humanity. Und wenn man das klargestellt hat, muss man die Frage zulassen, wie es sein kann, dass unsere Weltpolizei, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Anführer der freien Welt, nicht nur über dem Gesetz stehen, sondern es auch ablehnen. I do believe that while the US hasn't always acted correctly, they have also made mistakes. If you ask the man in the street all over the world, most of them would say, America is a nation we trust. That's not true, actually. If you look at the polling, Gallup did a poll in 2014, surveyed more than 66,000 people in 65 nations. They found that 24% of all respondents answered, one in four, that the US is the greatest threat to peace in the world today. Pakistan and China fell behind. They came second and third with 8 and 6%. So a plurality of people in a global poll said, actually, we think the US is the biggest threat. You want the US to be a policeman for those same people. How does that work? Of course. They will answer like that because the US is the only one which today acts as a policeman. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Vor ein paar Wochen hatte ich eine ziemlich hitzige Diskussion mit meinem Bruder, der meine Kritik an der derzeitigen Weltordnung nicht akzeptieren wollte. Er habe sich mit dem ökonomischen Vorgehen Chinas beschäftigt und sei zu dem Schluss gekommen, es ist in Ermangelung von Alternativen. Bei aller Kritik, besser unter den Amerikanern und ihre Herrschaft zu leben, als unter irgendeiner anderen Supermacht. Als ich geantwortet habe, dass mir das zu einfach, zu billig sei, bekam ich die Frage entgegengeschleudert, willst du lieber woanders leben? Meine Antwort? Nein, auf gar keinen Fall. Ich will ja auch nicht Opfer des westlichen Imperialismus werden. The US is working, with every colonial government in the world and nobody is saying a damn thing about what the US is doing in Africa. They don't raid the homes and ask white people any questions after they come home, come back from Israel where they're murdering Palestinian people every single day. They don't flash bomb their homes. They don't send the police there even though they went into international waters in a place where they are killing Palestinians on a daily basis. Nobody is asking them any questions about their affiliation. The US is affiliated with all the undemocratic forces around the world attempting to oppress African and other colonized people. Ich will nicht zwischen Faust und Ohrfeige aussuchen müssen. Ich will auch nicht in einer Illusion von moralischer Überlegenheit meines Systems leben. Solange ich eine Stimme habe und hier leben darf, will ich für die Freiheiten in diesen Demokratien kämpfen, die hier auch für uns immer mehr in Gefahr sind, aber auch in anderen Teilen der Welt durch unser Handeln gefährdet werden. Wir sind ja auch kleine Amerikaner, Herr Willemsen. Die Deutschen hatten nach 45 doch wenig Identität, auf die sie sich stützen konnten und haben die westliche genommen und auch die amerikanische genommen. Die einstürzenden Türme haben also auch bei uns was einstürzen lassen. Würden Sie denn sagen, dass die Redefreiheit, die dann ja, so wie Sie das beschrieben haben, doch eingeschränkt worden ist, dass sich das wieder entspannt hat, dass man also wieder freier reden kann? Ach, wissen Sie, eigentlich glaube ich das nicht richtig, denn es gibt so etwas wie den Begriff der politischen Zuverlässigkeit bei Leuten, die ideologisch selbst in Notsituationen gewissermaßen einen übergeordneten Zweck, ein Völkerrecht im Auge haben. Und von Abu Ghraib und von Guantanamo wird sich der 11.9. auch nie erholen. Und er wird sich auch von der Publizistik hier nicht erholen, die kriegstreiberisch unter der Voraussetzung, Saddam Hussein besäße Massenvernichtungswaffen und diese hätten irgendetwas zu tun mit dem 11.9. Auch davon wird er sich nicht erholen. Das heißt, man muss plötzlich sagen, man ist umgeben von Publizisten, medialen Vertretern, die bereit sind, in einer Notsituation Grundüberzeugungen des humanen Zusammenlebens, auch des demokratischen, zu veräußern. Das ist für mich ein bleibender Schrecken. Sieger schreiben die Geschichte. Ich möchte daran erinnern, nach 45 haben die Alliierten, die Siegermächte, unsere Befreier, unsere Schutzmächte, unsere Geschichte geschrieben. Das muss man wissen. Das muss man durchschauen. Ja, es gibt einen Geschichtsverlauf, der ideologiefrei ist. Wir vergessen Jahrhunderte von Sklaverei, eine Art struktureller Gewalt, die in den USA immer noch offenkundig ist. Wir vergessen die Weltkriege, Hungersnöte in verschiedenen Teilen der Welt. Wir vergessen buchstäblich hunderte kolonialer Kriege, die Ausrottung von Ureinwohnern in Australien und Neuseeland. Deshalb lasst uns nicht so tun, als ob. Wo auch immer wir uns befinden auf dieser Welt, stehen wir dazu, dass menschliche Gewalt, der Trieb zu beherrschen, der Trieb zu besitzen, was andere haben, der Trieb zu begehren, was andere haben, das sind universelle Triebe.
These are universal instincts. Damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen, keine Machtpolitik, weder Russlands, Chinas oder Indiens, wäre mehr oder weniger skrupellos als die der USA. Es wäre einfach nur naiv und dumm, die Akteure in der Weltpolitik in Gut und Böse zu unterteilen. Man muss ständig in die Welt hinaus und neue Territorien finden, Rohstoffe, Märkte. Das steht in engem Zusammenhang mit der Ideologie der modernen Welt, die auf Expansion basiert. Diese Geschichte ist nicht vorbei. Im Moment erleben wir vielmehr den Höhepunkt dieser Geschichte. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass besonders Europa erkennt, dass die USA ihren Zenit überschritten haben, dass sich ein Weltimperium im Niedergang befindet, dass es Zeit für eine multipolare Ordnung ist. Eine Ordnung, die auf Dialog, Ausgleich und Kompromiss beruht. Historical examples of where nations have sort of divested themselves of this exceptionalism and accepted the idea of equality with other people. Only of this when they were forced to. In unserer medialen Öffentlichkeit wird aber diese offensichtliche Machtverschiebung, die auf der Welt stattfindet, völlig ignoriert. Stattdessen können sich die USA als unangefochtene Supermacht und Weltpolizei inszenieren. Ihr Überlegenheitsanspruch lebt allein von unserem Glauben. I work in the Western media. I'm a reporter. I go out on the ground. I report what I see. Nobody tells me from on high. No. There is no such thing. The fact, it's always interpretation. There is no such things as a fact. Wittgenstein has proven that. If I say to you, Western journalists are often biased and mistaken, but they try to tell the truth, whereas Russian TV has gone through the other side. No. And if you say that, and they're not even trying to tell the truth. If you say that Western TV is sometimes biased, sometimes not, I would say Russian TV is sometimes biased, sometimes not. If you say we are sometimes not biased, but you are always biased, I would say exactly, you are sometimes biased, we are sometimes not biased. So we are always exactly equal. Absolutely, and that is multipolarity. Right. There, nobody has monopoly on the truth. Наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда». Worauf spielt hier Putin mit dem Wort goldene Milliarde an? Die Eliten der westlichen Länder glauben laut Putin, dass die Ressourcen der Welt nur für eine Milliarde Menschen reichen. Dass sie deshalb die kleinen und schwachen Länder schwach halten, um sie als Rohstofflieferanten und Mülldeponien nutzen zu können. Putin mag dieses Argument bewusst nutzen, um die Länder der dritten Welt gegen die herrschende Weltordnung aufzuwiegeln. Aber völlig aus der Luft gegriffen ist diese Theorie nicht. Und die neoliberale Vanity sagt, wirtschaftliches Geschehen gehorcht Naturgesetzen. Marktkräfte, blinde Marktkräfte bestimmen das Schicksal der Menschen. Eine einheitliche Regulationsinstanz, die unsichtbare Hand des Weltmarktes. Und der Mensch ist aus seiner eigenen Geschichte verbannt. Und das glauben wir, die Entfremdung. Unser Bewusstsein ist so verschüttet. Können Sie nur eine Frage zu, erlauben Sie mir eine Frage zwischendurch. Erlauben Sie mir eine Frage. Können Sie mir eine Stelle in irgendeinem zeitgenössischen, makroökonomischen, nationalökonomischen Werk sagen, wo irgendein sogenannter neoliberaler Ökonom behauptet, was Sie gerade gesagt haben, dass er behauptet? Können Sie mir eine Stelle nennen in irgendeinem Buch? Hunderte. Also, sagen Sie mir nur eine. Also dem Herrn NZZ-Redaktor von der Falkenstraße in Zürich, James Wolfenson, der vorvorgehende Direktor. Ja, aber der behauptet das auch von anderen. Aber wer, wo? Nennen Sie mir eine Stelle der Weltbank. Sie sind ein Mensch. Also, nennen Sie mir eine Stelle aus einem Buch eines sogenannten neoliberalen Ökonomen, also, der das Buch behauptet, heißt, Ich will es ja tun, aber Sie lassen mich bitte nicht ausreden. Der James Wolfenson in World Economy, also das dickes Buch, sagt, das Ziel der Geschichte ist Stateless Global Governance. Das sind völlig entfesselte Finanzweltmächte, die sich selbst regulieren, die in eiskalter Konkurrenz zueinander stehen, die sich hinter den Kulissen der Öffentlichkeit unerbittliche Schlachten liefern. Die auf diesen Ebenen fehlenden juristischen und moralischen Grenzen führen zu einer strukturellen Gewalt gegen die schwachen und unterentwickelten Völker.
Ich erschaffe gar nichts. Ich besitze. Aber nach unseren Regeln wird gespielt. Die Nachrichten, der Krieg, Hungersnöte, das große Chaos und der Preis für eine Büroklammer. Wir ziehen das Kaninchen aus dem Zylinder. Die anderen sitzen da und wundern sich, wie wir das gemacht haben. Du bist doch nicht so naiv und glaubst daran, dass wir in einer Demokratie leben, oder, Buddy? Das ist die freie Marktwirtschaft. Und du bist ein Teil davon. Die Wall Street reibt sich die Hände. Der Krieg in der Ukraine bringt einen Goldregen für viele multinationale Konzerne und ihre Investoren. Das sind vor allem Rüstungs-, Öl-, Gas- und Lebensmittelkonzerne. Besonders die hohen Gas- und Ölpreise sorgen für mächtig Profit. US-amerikanische und britische Giganten wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP und so weiter haben ihre Gewinne teilweise mehr als verdoppelt. Und Deutschland diskutiert über eine mögliche Übergewinnsteuer. Strack-Zimmermann ist natürlich dagegen. Weil sie in Krisen, übrigens selbst bei Corona, selbst beim Ukraine-Krieg, immer auch Unternehmen haben, die relativ viel plötzlich an dieser Krise verdienen. Und dann werden wir hier jedes Mal, sofern wir eingeladen werden nochmal, darüber diskutieren, wann wird welches Unternehmen, welche Branche jetzt besonders zur Kasse gebeten. Während die Steuerdiskussion die Politik spaltet, scheint sich im Mainstream niemand mehr fragen zu wollen, wie wir überhaupt in diese Situation hineingeraten sind. Ich möchte daran erinnern, was im ersten Teil meiner Recherche deutlich wurde. Wir opfern uns gerade für die USA und die Ukraine opfert sich für die westliche Welt, weil wir einen geostrategischen Krieg der USA unterstützen müssen. Wir sanktionieren einen großen Handelspartner und kappen unsere Energieversorgung, weil wir beweisen wollen oder müssen, dass es hier um einen Kampf der absolut Guten gegen die absolut Bösen geht. Wir nehmen eine Verarmung unserer Gesellschaft und eine Auflösung der Mittelschicht in Kauf, weil wir glauben, unsere Freiheit im Donbass verteidigen zu müssen. Das ist wohl unser Anfang vom Ende. Natürlich ist Hitler 2.0 schuld, dass hier alles teurer wird. Nicht nur das. Was glauben Sie, ist davon schon die Folge des Krieges und wohin werden diese Preise noch gehen in den nächsten Wochen und Monaten? Ich befürchte, ich habe keine guten Nachrichten. Wir wissen von den ukrainischen Behörden und von meinem Kollegen, ukrainischen Agrarminister, dass Putin ganz gezielt die Infrastruktur zerstört. Das ist natürlich nicht Zufall, sondern das macht er mit hartem Kalkül, so wie er die Flüchtlinge als Waffe einsetzt, setzt auch den Hunger als Waffe ein. Unsere Regierung will uns also auch noch erzählen, dass Putin die Hungertoten in der dritten Welt auf dem Gewissen hat. Wirklich? Dass der Krieg in der Ukraine für eine Preisexplosion sorgt, ist maximal nur ein Viertel der Wahrheit. Der Krieg bedroht die Handelsrouten im Schwarzen Meer und damit unter anderem die Welternährung. Ja, aber dieser Korridor wurde bis vor wenigen Wochen blockiert. Russland erklärte, dass Getreidefrachter nicht auslaufen können, weil die Ukraine ihre Häfen vermint hätte. Tatsächlich hat die Ukraine die Seeminen zur Verteidigung ihrer Häfen gelegt. Ich habe schon viele Mal gesagt, allen unseren Kollegen, dass sie разминируют. И, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем. Inzwischen treiben die ukrainischen Seeminen laut der rumänischen und türkischen Regierung in ihre Gewässer. Laut UNO würde aber eine Minenräumung viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb müssen die Getreidefrachter mit Hilfe von Militärbooten die Minen umfahren. Das geschieht jetzt wieder seit ein paar Wochen, seitdem Russland und die Ukraine das Istanbuler Getreideabkommen unterzeichnet haben. Was interessant ist, auf der Website der UNO könnt ihr sehen, welches Schiff die ukrainischen Häfen mit welcher Ladung und mit welchem Ziel verlassen hat. Moment mal, wo sind eigentlich die Lieferungen von Weizen für Afrika? Wir finden Mais, Sonnenblumenöl, Raps, Sojabohnen. Kann es sein, dass die Ukraine die Exporte zurückgehalten hat? Als Druckmittel gegen den Westen, um noch mehr Raketenabwehrsysteme zu bekommen? Eine Ursache für die Hungerkatastrophe hätte sich also damit schon aufgelöst. Was ist mit den anderen? Also die USA haben zum Beispiel vor wenigen Wochen die Beimischungsquote für Biokraftstoffe erhöht. Das führt jetzt dazu, was Sie eben gesagt haben, jetzt hängen auf einmal die Rohstoffpreise mit den Energiepreisen zusammen. Und diese Erhöhung der Beimengungsquote führt dazu, dass dem Weltmarkt auch wiederum Menge entzogen wird. Hinzu kommt noch ein riesiger Faktor, der seit jeher zu einer großen Knappheit von Grundnahrungsmitteln auf dem Weltmarkt führt. Der erwartete Mangel an Getreide bewegt sich ja in der Größenordnung von 1-2% anhand aller Prognosen für die kommende Ernte und für das kommende Jahr. Das ist also eigentlich innerhalb der üblichen Schwankungen von Getreideernten. Also die realen Daten
können überhaupt nicht erklären, warum wir Preisausschläge sehen von 50% bis zu 100%. Laut Foodwatch gibt es für die Preissteigerungen ganz andere Gründe. Finanzinvestoren wetten auf die Preise künftiger Ernten und wollen damit Kasse machen. Im Klartext, sie zocken mit Lebensmitteln. Investoren kaufen Aktien von Fonds, mit denen sie auf die künftigen Preise von Grundnahrungsmitteln wetten können. Das wirkt sich auf die aktuellen Preise aus. Finanzjongleure haben mit Lebensmittelspekulationen schon vielfach große Hungersnöte und soziale Unruhen in Entwicklungsländern ausgelöst. Also da wird dann nicht nur die Absicherung der Bauern organisiert, sondern dann wird im großen Stil ganz normales Anlagekapital aus Pensionsfonds, aus Versicherungen, das kann sogar ihr Geld sein, was auf diesem Weg dann auf den Getreidebörsen landet. Und wenn dann solche Momente, in denen es eine objektive Verknappung gibt, genutzt werden, um zusätzlich ganz viel Geld auf diese Börsen zu schleusen, dann beschleunigen die den Preisanstieg über jedes vernünftige Maß hinaus. Und genau das ist jetzt nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wieder passiert. Das wird deutlich am Agrarfonds Tucrium. Mit Beginn des Ukraine-Krieges schossen die Anlagen in diesen Fonds in die Höhe, auf ca. 500 Millionen Dollar. Besonders diejenigen Investoren, die große Lagerkapazitäten haben, können mit dem Einlagern und Zurückhalten von physischer Ware in der Erwartung, die Preise würden künftig steigen, eine Knappheit erzeugen und die Preise weiter hochtreiben. Die zehn Konzerne, multinationale Konzerne, kontrollieren 85% aller gehandelten Grundnahrungsmittel auf der Welt, Mais, Reis, Getreide. Die haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Kaiser gehabt hat. Die entfliehen jeglicher staatlicher Kontrolle. Die entscheiden jeden Tag, wer isst und lebt und wer hungert und wer stirbt. Es ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmitteln. Seit der Finanzkrise 2008, 2009, verursacht vom Bandenbanditismus, vom Bankenbanditismus, sind die großen Hedgefonds umgestiegen auf die Rohstoffbörsen, insbesondere auf die Agrarrohstoffbörsen, und machen dort ganz legal, ich habe genug Prozesse am Hals gehabt, ganz legal astronomische Profite mit der Spekulation auf Mais, Reis, Getreide. Mais ist in 12 Monaten um 63% gestiegen, die Tonne Weizen hat sich verdoppelt und Reis ist um mehr als 42% gestiegen. Und in den Kanisterstädten der Welt, wo 1,2 Milliarden der ärmsten Menschen der Welt leben, wo die Mütter nur ganz, ganz wenig Geld haben, um die tägliche Nahrung zu kaufen, können die nicht mehr kaufen, die Kinder hungern zu Hause und Millionen werden in den Abgrund des Hungers gestürzt wegen der Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Zusammenfassend kann man sagen, die Preise für Grundnahrungsmittel steigen derzeit unter anderem wegen der Gefährdung von Handelsrouten durch den Krieg in der Ukraine, wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland, worunter alle logistischen Lieferketten und Finanzströme leiden, wegen der hohen Düngermittelpreise und der steigenden Transport- und Energiekosten, wegen der Gier von Konzernen, denen es gelungen ist, extrem hohe Gewinnspannen auf dem Markt durchzusetzen und wegen maßlosen Spekulationen mit Agrarrohstoffen an der Börse. I see a world where in about 25 years, America's reserves are gone. Done. Demand is up 30-40%. And we have two oceans blocking us from the world reserves. You think we're gonna have allies then? We're at 5% of the world's population. We use 25% of its energy. You think Russia and China are gonna help us out when they need those resources themselves? 80% of the world's future energy reserves are right here in Eurasia, where the prize ultimately lies. Oil, gas, water. Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Das besagt zumindest die Heartland-Theorie. Das ist die geopolitische Theorie des britischen Geographen Halford Mackinder.
Mackinder entwarf sie 1904 als ein vereinfachtes Konzept der globalen Herrschaft. Aus der Sicht von Mackinder war es das Schicksal Deutschlands, als kleines Land im Herzen Europas zu einer Großmacht heranzuwachsen. Für ihn waren die Gründe Fleiß, produktive Effizienz, militärische Stärke, industrielle Vorherrschaft, Forscherdrang und Erfindergeist. Aus der Sicht von Mackinder war die Überlegenheit des britischen Weltreichs in Gefahr, sollten zwei Nationen eine Allianz bilden, Russland und Deutschland. So. The primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, I mean German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. Die USA wollten schon immer einen Keil zwischen diesen beiden Nationen treiben. Und deshalb wollen sie auch diesen Krieg in der Ukraine. Es scheint unglaublich. Aber wie die USA es überhaupt erst geschafft haben, einen Putin dazu zu drängen, einen Krieg mit der Ukraine vom Zaun zu brechen, darauf werde ich später eingehen. Dass sich die Sicherheitselite in den USA in letzter Zeit vermehrt Sorgen um den Zusammenhalt Europas gemacht hat, zeigt sich auch in einem Interview mit dem vorher erwähnten Brzezinski, dem Wahlkampfberater von Lyndon B. Johnson und Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter. Genau zuhören. Das war mehr als 5 Jahre vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. I think a united Europe came into being out of fear. I think that's quite obvious. Not only the war, but the post-war incertitudes and occasional threats. I think that entity is now on the way to a disintegration because the fear is gone. Now, if Putin starts another wave of Cold War unilateral actions, they'll probably all come back again in some fashion. Zusammengefasst, das vereinigte Europa formierte sich aus Angst. Diese Angst schwindet zunehmend und Europa zerfällt. Wenn aber Putin eine einseitige militärische Aktion starten sollte, könnte es Europa wieder zusammenschweißen. And now is the time when things are shifting. There's gonna be a new world order out there. Diese Weltordnung, von der Biden spricht, sieht im Kern vor, die USA vor dem Niedergang zu retten und Europa so lange von ihrer Konkurrenz fernzuhalten. Mit allen Mitteln. Welche Mittel das sind, werde ich in den folgenden Minuten anhand von konkreten Belegen aufzeigen. Zuerst komme ich zu einer meiner wichtigsten Erkenntnisse in der Recherche. Mehr als 5 Monate vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine erklärt die Ukraine Russland den Krieg. Ja, ganz genau. Nicht andersherum. Die zweite und dritte Kriegserklärung folgt wenige Monate später. Jedenfalls geben die Regierungen der USA und der Ukraine am 1. September 2021 eine gemeinsame Erklärung ab. Auf der Website des Weißen Hauses könnt ihr diese Erklärung heute noch einsehen. Im Kern geht es, so heißt es dort, darum, Russland für seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen. Die USA beschließen einen noch engeren militärischen Schulterschluss mit der Ukraine, die Ausstattung der Ukraine mit allen Waffengattungen, sie bekräftigen die Absicht der Ukraine, der NATO beizutreten, sie erneuern ihr Versprechen, hunderte Millionen in die Aufrüstung der Ukraine zu investieren. Nachdem bereits mehr als 2,5 Milliarden geflossen waren, sie garantieren, den ukrainischen Luftraum genauer überwachen zu wollen. Sie beschließen weitere wirtschaftliche Reform- und Hilfsmaßnahmen und vieles mehr. Als würde das noch nicht reichen, legt das US-Verteidigungsministerium nach. Am 10. November 2021 wird auf der Seite des US State Department eine Pressemitteilung veröffentlicht. Sie gibt Auskunft, dass die USA und die Ukraine die Charta zur strategischen Partnerschaft unterzeichnet hätten. In dieser Charta wird noch einmal eine umfassende militärische Kooperation beschlossen. Und es wird wieder von einer Antwort auf die bewaffnete Aggression Russlands und die Verstöße gegen eine globale, regelbasierte Ordnung gesprochen. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік, 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже, щоб вони заплатили важчу ціну.
I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Erst wenn man sich die Ereignisse in der Ukraine rund um 2014 vor Augen führt, um die es im ersten Teil meiner Recherche ging, den aus dem Ausland finanzierten Regime-Change, die geopolitischen Spiele der USA und der NATO an Russlands Grenze und dann den Wahlsieg Zelenskys, der die Ukraine in die Europäische Union und die NATO führen möchte, kann man an dieser Stelle eins und eins zusammenzählen. Wenn man jetzt noch die eben gezeigten zwei Dokumente von der Website des Weißen Hauses kennt, dann ist die Sache eindeutig. Kann man diese Dokumente anders lesen als Kriegserklärung? Das ist noch nicht alles. Jetzt kommt's noch heftiger. Erst als ich mir die Rede von Zelensky vor der Münchner Sicherheitskonferenz vom 19. Februar 2022 angeschaut habe, hat für mich alles Sinn gemacht. Zelensky hält an diesem Tag eine weltweit aufsehenerregende Rede. Erst durch meine Recherche wurde mir klar, wer oder was Zelensky den Mut dazu verliehen hatte. Wenn man jetzt die zwei Dokumente vor Augen hat, dann weiß man, die Garantie der USA hatte Zelensky vor seiner Rede schon in der Tasche und jetzt fehlten noch weitere Garantien der Weltgemeinschaft. Worum ging es in der Rede? Zelensky betont, wie klein und unterlegen sein Land gegenüber Russland ist und er beklagt sich, dass es nie wirklich Sicherheitsgarantien seitens des Westens gegeben hat. Das, was danach kommt, ist etwas kryptisch formuliert, aber für alle, die sich ein wenig geschichtlich auskennen, völlig eindeutig. Als Präsident mache ich es zum ersten Mal, aber sowohl die Ukraine als auch ich werden dies jetzt zum letzten Mal tun. Wir fordern die Außenminister auf, dieses Treffen abzuhalten und als Ergebnis, wenn es danach keine Friedensgarantie gibt, Sicherheitsgarantie gibt, dann gehen wir davon aus, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alles, was 1994 beschlossen wurde, wird dadurch in Frage gestellt. Moment mal. Hat die Ukraine 5 Tage vor dem russischen Einmarsch auch noch die Möglichkeit geäußert, sich wieder Atomwaffen zuzulegen? Das ist nicht meine persönliche Interpretation. Viele renommierte Zeitungen aus aller Welt verstanden die Worte Zelenskys als Absichtserklärung. Man muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal. Ein halbes Jahr nach seinem Wahlsieg im September 2019 hielt Zelensky eine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Schon hier bedauert er öffentlich, die Atomwaffen der Ukraine abgeschafft zu haben, aber drückt sich noch sehr, sehr vorsichtig aus. Im April 2021 hatte der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk, Folgendes zu sagen. Die Ukraine hat auch keine andere Wahl. Entweder sind wir Teil eines Bündnisses wie der NATO tragen auch dazu bei, dass dieses Europa stärker wird, dass dieses Europa selbstbewusster wird, oder haben wir eine einzige Option, dann selbst aufzurüsten, vielleicht auch über einen nuklearen Status wieder nachzudenken. Will ich damit das Vorgehen Russlands verteidigen? Auf gar keinen Fall. Es geht mir nur darum, diese ständig wiederholte Fake-Erzählung, ausgehend von der folgenden Rede, zu zerpflücken. The military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. An dieser Stelle steht fest, dass es zumindest keine unprovozierte Maßnahme seitens Russland war. Wenn jetzt klar ist, welche Ziele die USA geopolitisch verfolgen, wie sie die Ukraine angestachelt haben und jetzt als Bollwerk gegen Russland benutzen, bleibt jetzt die Frage, wie profitieren die USA davon, wenn Europa alle Beziehungen zu Russland abbricht? Eins nach dem anderen. Dass russische Pipelines die Europäische Union, aber besonders Deutschland versorgen, war für die USA schon immer ein Dorn im Auge. Obama sprach sich vielfach gegen russisches Öl und Gas für die EU aus. Unter Trump verschärfte sich der Ton gegenüber der Europäischen Union zunehmend. Das hier sagt Trump im Juli 2018 zum NATO-Generalsekretär. Hört genau hin. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia. Und 2 Tage später. It is a tragedy
I think it's a horrific thing that's being done, where you are feeding billions and billions of dollars from Germany primarily, and other countries, but primarily from Germany, into the coffers of Russia, when we're trying to do something so that we have peace in the world. Sicherheit und Frieden entstehen in der Weltpolitik meistens durch gegenseitige wirtschaftliche Verflechtungen und Abhängigkeiten. Die darf es aber aus Sicht der USA mit Russland nicht geben. Bei diesem Thema zeigen die USA, völlig egal ob republikanisch geführt oder demokratisch geführt, wer auf der Welt das Sagen hat. Jede Annäherung zwischen Russland und Deutschland soll unmöglich gemacht werden. Der Wille und die Souveränität Deutschlands spielen dabei gar keine Rolle. Anfang Februar 2022 war Scholz zu Besuch im Weißen Haus. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz passierte Folgendes. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Die Journalistin fragt daraufhin zu Recht. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Das hat er wirklich gesagt? Ja. Was ist denn eigentlich mit unserer Souveränität? Aufschrei irgendwo? Nö, nichts. Wer jetzt noch glaubt, Deutschland könne politisch, international frei entscheiden, muss naiv sein. Es herrschen ungeschriebene Gesetze. Da wird nichts diskutiert. Wenn doch, dann gibt es dafür ein Beispiel aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Zum historischen Kontext muss man sagen, die Proteste gegen den pro-russischen Präsidenten Janukowitsch sind im Gange. Und wir, Deutschland, werden durch einen Allbesuch von John Kerry dazu gedrängt, Sympathien für die Demonstranten zu zeigen und uns mit allen Mitteln hinter die Opposition zu stellen. Das war 2014. In der Talkshow von Maybrit Illner wagte es Martin Scholz, damals noch EU-Parlamentspräsident, die Mittel der USA im Ukraine-Konflikt zu hinterfragen. Dem US-Politologen James Davis gefiel das ganz und gar nicht. Nein, weil ich glaube, es geht nicht nur um die Ukraine. Es geht um eine Friedens- und Sicherheitsordnung Europas. Es geht um eine europäische Idee. Wenn man nicht bereit ist, dafür zu kämpfen in Griechenland, und wenn man nicht bereit ist, zu kämpfen für ein Angebot... Entscheidet das eigentlich, was eine europäische Idee ist, die USA oder die Europäer? Die Europäer. Aber ich kenne ihre Dokumente und ihre Gründungsdokumente. Und ich kenne auch die Integrationsidee der Deutschen. Das war ja nur eine Frage. Finde ich gut, wenn Sie das den Europäern überlassen. Ich lebe schon seit 18 Jahren in diesem Land. Ich darf doch auch mal mitreden. Wenn Sie, klar, natürlich. Dann sind Sie ja mehr europäisch als Amerikaner. Und wenn man nicht bereit ist, dafür zu kämpfen, dann sage ich Servus. Wer sagt Ihnen denn, dass man nicht bereit ist, dafür zu kämpfen? Wer sagt Ihnen das denn? Welche Mittel im Kampf eingesetzt werden, das unterscheidet. Wir haben schon lange in diesem Land unsere Soldaten stationiert, damit Sie das heute sagen können. Wir haben einen Krieg riskiert für Ihre Freiheit. Das ist richtig. Und insofern macht es, insofern... Die Ukraine, die haben Deutschland bedroht. Ich finde das ganz toll, dass Sie das sagen. Das ist ja unglaublich. Leider blieb dieses Widerständchen gegen die US-Außenpolitik nichts als heiße Luft. Und so sind und bleiben wir eine Schachfigur der USA auf dem geopolitischen Schachbrett. Und das US-Imperium bleibt der größte Profiteur des Krieges in der Ukraine. Deutschland ist bislang zurückhaltend bei LNG aus Amerika, kauft sein Gas eher woanders, vor allem in Russland. Das läuft gut. Deshalb bauen auch deutsche Unternehmen gerade eine neue Pipeline, Nord Stream 2. Von Russland durch die Ostsee soll die neue Gasleitung führen bis zur Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Das russische Pipeline-Gas ist deutlich billiger als LNG aus Amerika. Während wir dabei sind, unser Energieloch zu schöpfen, planen die USA uns, ihr verflüssigtes Erdgas aus Frackingquellen teuer zu verkaufen. Vor knapp einem Jahr passiert etwas Merkwürdiges. Der Kongress in Washington beschließt ein Sanktionsgesetz. Eigentlich richtet es sich gegen Amerikas Erzfeinde Iran, Nordkorea und Russland. Es geht um Sicherheitspolitik. Aber dann liest man da, Amerika bekämpfe mit dem Gesetz auch die Pipeline Nord Stream 2. Moment mal, heißt das, die USA haben uns mit Sanktionen belegt?
In dem Sanktionspapier heißt es, die Vereinigten Staaten würden sich weiterhin gegen die Nord Stream 2 Pipeline aussprechen und dem Export von Energieressourcen der Vereinigten Staaten Vorrang einräumen, um amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten zu stärken. Wie ernst es den Amerikanern ist, die russisch-deutsche Pipeline zu verhindern, darüber gibt eine Podiumsdiskussion in Washington Aufschluss in der russlandkritischen Denkfabrik Atlantic Council. Auf dem Podium ein Ex-Diplomat und eine hohe Beamtin aus dem US-Außenministerium. Man ist sich einig, schlechte Zeiten für Nord Stream 2. Wenn Sie ein Unternehmen wären, das an dieser Pipeline beteiligt ist, wären Sie dann besorgt, dass Sie mit amerikanischen Sanktionen bestraft werden? Ich habe wohl mit allen Unternehmen gesprochen, die mit diesem Projekt zu tun haben. Die Beteiligten müssen damit rechnen, dass die Sanktionen sie treffen werden. Um das Flüssiggas annehmen und lagern zu können, beschleunigte unsere Bundesregierung innerhalb von 72 Stunden nach dem russischen Einmarsch den Bau von 2 LNG-Terminals. I've also seen suggestions or implications that somehow Americans are responsible for meddling inside Ukraine. I have to say that our only interest is for Ukraine to be able to make its own decisions. And the last thing we want is disorder and chaos in the center of Europe. So, you know, for the German audience who perhaps is tuning into Russian TV, I would just advise to stay focused on the facts and what's happened on the ground. Und jetzt die wichtigsten Ereignisse chronologisch. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Die Maidan-Revolution ist im Gange, finanziert und organisiert aus dem Westen, wie ich im ersten Teil meiner Recherche belegt habe. Die Proteste radikalisieren sich und Demonstranten versuchen, das ukrainische Parlament zu stürmen. Die Polizei antwortet mit Gewalt. Viktor Janukowitsch, der zu Russland neigende Präsident, strauchelt. Alle Verhandlungen von Janukowitsch mit den Oppositionspolitikern Tschernibok, Klitschko und Yatsenyuk scheitern. Die USA und die EU diskutieren öffentlich darüber, wie eine neue Regierung aussehen könnte. Und dann fallen auch noch die Schüsse der mysteriösen Scharfschützen auf Demonstranten. Der Fall bleibt ungeklärt. Aber die Forderung des Westens ist klar. Die Regierung soll den Platz freimachen. Janukowitsch und andere Beamte fliehen am 22. Februar 2014, früh morgens aus Kiew. Das Parlament setzt ihn ab und beschließt Neuwahlen. Ob dabei alles mit rechten Dingen zuging, das ist bis heute auch unter den Vertretern der damaligen Opposition höchst umstritten. Und dann passiert genau das, was im geleakten Telefonat zwischen der Vize-US-Außenministerin Victoria Nuland und dem amerikanischen Botschafter Pyatt beschlossen wurde. Eine Übergangsregierung wird eingesetzt. Yatsenyuk wird zum Ministerpräsidenten gewählt. Das neue Kabinett, auch bestehend aus Ultranationalisten, Rechtsradikalen sowie Maidan-Rebellen, wird gebildet. Die UDAR, also die Partei von Vitali Klitschko, tritt, wie von den USA gewünscht, nicht in die Regierung ein, aber unterstützt die neue Regierung und ihre Minister. So berichtet damals noch das Politikmagazin Panorama. Wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Diese Frage stellt man sich ja bei einem Konflikt wie dem in der Ukraine. Da waren auf der einen Seite die gewaltigen Bilder vom Maidan. Mit den im Rauch wehenden Fahnen, den Rebellen mit den rußgeschwärzten Gesichtern, unserem Vitali Klitschko, das Blumenmeer auf dem Platz. Und auf der anderen Seite die aufziehenden Kriegsschiffe und die rollenden russischen Panzer. Die Bilder haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Rebellen, das sind auf jeden Fall die Guten. Auf diese Sicht hat man sich in Deutschland schnell geeinigt und davon kommt man schwer weg. Und übersieht dabei, unter den Rebellen sind nicht nur Gute. Nicht zu glauben, oder? Wo ist diese Ehrlichkeit von damals? Und trotzdem, die EU-Kommission erkennt die Amtsenthebung und die neue Übergangsregierung als legitim an. Als Begründung dafür gelten die bis heute ungeklärten Todesschüsse vom Maidan. Die russische Regierung möchte, dass sie glauben, dass die ukrainische Regierung nicht legitim ist oder von Extremisten angeführt wird und verleugnet dabei die Wirklichkeit, dass der oberste Rat das ukrainische Volk repräsentiert, die gewählten Vertreter des ukrainischen Volkes. Die Revolution hat gesiegt, die Ukraine liegt in Trümmern,
Das Land bleibt eine Oligarchie mit einer extrem nationalistischen Ausrichtung und dem Sumpf von Korruption, Rezession und Armut. Die Übergangsregierung beziffert den Finanzbedarf der Ukraine auf 35 Milliarden Dollar. Die USA und der IWF stellen Finanzhilfen in Aussicht. Und jetzt kommt die Antwort Russlands. Pro-russische Milizen besetzen daraufhin das Regierungsgebäude und das Regionalparlament der Krim-Hauptstadt. Eine neue Regierung wird geschaffen, die ein Datum für das Referendum festlegt. Putin wird später einräumen, dass russische Soldaten auf der Halbinsel aktiv waren, um einen sicheren Ablauf des Referendums zu garantieren. Am 30. März 2014 fällt die Entscheidung. 1,5 Millionen Bürger der Krim dürfen zwischen zwei Optionen entscheiden. Wiedervereinigung mit Russland oder Unabhängigkeit der Krim als Teil der Ukraine. 95,5% der abgegebenen Stimmen entscheiden sich für eine Wiedervereinigung der Krim mit Russland. Der Westen stuft diese Handlung Russlands als Annexion, also als widerrechtliche Aneignung ein, während Russland das Ergebnis des Referendums als Sezession, also legitime Loslösung, einstuft. In recent months, as the citizens of Ukraine have made their voices heard, we have been guided by a fundamental principle. The future of Ukraine must be decided by the people of Ukraine. That means Ukraine's sovereignty and territorial integrity must be respected, and international law must be upheld. And as I told President Putin yesterday, the referendum in Crimea was a clear violation of Ukrainian constitutions. Laut Professor Reinhard Merkel, dem Strafrechtler und Rechtsphilosophen, ist die Sache etwas komplizierter. In seinem FAZ-Artikel schreibt Professor Merkel: Hat Russland die Krim annektiert? Nein. Waren das Referendum auf der Krim und deren Abspaltung von der Ukraine völkerrechtswidrig? Nein. Waren sie also rechtens? Nein. Sie verstießen gegen die ukrainische Verfassung, aber das ist keine Frage des Völkerrechts. Hätte aber Russland wegen dieser Verfassungswidrigkeit den Beitritt der Krim nicht ablehnen müssen? Nein. Die ukrainische Verfassung bindet Russland nicht. War dessen Handeln also völkerrechtsgemäß? Nein. Jedenfalls seine militärische Präsenz auf der Krim außerhalb seiner Pachtgebiete war völkerrechtswidrig. Auf der anderen Seite feiert die neue Regierung in Kiew ihren Sieg. Ihre erste Amtshandlung? Der Status des Russischen als Amtssprache wird innerhalb der Ukraine innerhalb weniger Tage aufgehoben. Auch wenn das Parlament den Antrag zulässt, der Präsident unterschreibt ihn nicht, weil der internationale Druck in dem Moment zu hoch ist. Man darf nicht vergessen, 30% der ukrainischen Bevölkerung sprechen Russisch als Muttersprache, vor allem im Osten der Ukraine. Sie und viele andere Ukrainer fühlten sich durch dieses Gesetz schwer beleidigt. Ist es richtig, in der Ukraine russische Kultur zu verbieten? Teilweise russische Sprache, es gab und gibt Ansätze dafür. Das ist ja auch Cancel Culture. Ist das richtig? Warum macht man das? Wir sind im Krieg mit Russland. Und das heißt, mit allem, was mit Russland verbunden ist. Russische Kultur ist ein Kriegsinstrument geworden. Ab Sommer 2014 beginnt der russisch-ukrainische Krieg in den Donbass-Regionen. Die Regionen, die ihre Autonomie erklären, lehnen die Autorität der ukrainischen Regierung ab, denn sie sei durch die USA und ihre Verbündeten installiert worden. Es ist ohne Zweifel, dass die Separatisten von Russland finanziert, ausgebildet und ausgerüstet werden, während die ukrainischen Streitkräfte durch den Westen finanziert, ausgebildet und ausgerüstet werden. Es kommt danach zwar zu mehreren Versuchen, Friedensverträge umzusetzen, die einen Waffenstillstand garantieren sollen, aber alle Versuche scheitern. Als im Mai 2014 die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine anstehen, kandidiert auch der frühere Boxweltmeister Vitali Klitschko für das Amt des Präsidenten. Doch wenige Wochen später überrascht Vitali mit dieser Stellungnahme. Im Interesse der Ukraine, um den Zusammenhalt zu gewährleisten, werde ich Petro Poroschenko unterstützen als Kandidat für die Präsidentschaftswahl. Vitali zieht sich also zurück und unterstützt den Oligarchen Poroschenko im Wahlkampf. Im Gegenzug verspricht Poroschenko ihm das Bürgermeisteramt in Kiew. Vitali weiß, was er will, und er zitiert dafür Napoleon in einem BBC-Interview. Wer Paris kontrolliert, kontrolliert Frankreich. Und so kommt es. Poroschenko wird Präsident der Ukraine, Klitschko Bürgermeister in Kiew. In seiner Amtszeit wirtschaftet Poroschenko die Ukraine weiter runter. Die Korruption steigt und die Ukraine entwickelt sich zum ärmsten Land in Europa. Bevor ich auf Vitali Klitschko eingehe, eine kurze Einordnung, wer Poroschenko, also der Vorgänger und Rivale Selenskys
und Unterstützer Klitschkos ist. Poroschenko gehört mit fast 1,5 Milliarden Euro Vermögen zu den reichsten Oligarchen in der Ukraine. Ihm gehören Schokoladenfabriken, Schiffswerften, außerdem eine multinationale Bank, Saatgutfirmen, Rüstungsfirmen, Autofabriken und mehrere Medienunternehmen. Zusammen mit den USA war er einer der wichtigsten Finanziers der Orangenen Revolution von 2004 und Hauptsponsor der Partei Unsere Ukraine. Poroschenko verhalf dem charismatischen Viktor Juschtschenko zum Sieg und wurde im Gegenzug Außenminister. Interessanterweise hat WikiLeaks mehrere geheime Depeschen US-amerikanischer Botschaften aus dem Jahr 2006 veröffentlicht, in denen US-Beamte Poroschenko als Insider bezeichnen. Das ist keine Banalität. Worauf deutet das wohl hin? In einer anderen Depesche, die WikiLeaks veröffentlicht hat, wird deutlich, dass die USA ganz genau wussten, dass Poroschenko korrupt sein soll. US-Beamte schreiben dort, Poroschenko war durch glaubwürdige Korruptionsvorwürfe befleckt, hatte aber erheblichen Einfluss innerhalb der EU, also der Partei Our Ukraine. Und dann heißt es dort, Poroschenkos Preis musste bezahlt werden. Und so kam für seine pro-westliche Ausrichtung massive Unterstützung aus den USA. Volodymyr Alexandrowitsch, schon wieder muss ich zu dir über die Mattscheibe reden, statt in einem echten Gespräch. Du musst keine Angst haben, Debatten sind nicht gefährlich. Es ist eine ganz normale politische Tradition. Ich habe Herausforderungen immer angenommen, nicht nur von politischen Gegnern, sondern auch von mächtigen Feinden. Ich schaute ihnen in die Augen, denn das ist es, was ein Präsident und Oberbefehlshaber können muss. Selenskyj sagte, er würde an einer Debatte teilnehmen, wenn sie im Stadion Olimpijski stattfinden würde. Poroschenko war einverstanden und wartet seitdem auf Selenskyj. Nachdem Selenskyj Poroschenko bei den Präsidentschaftswahlen 2019 geschlagen hatte, liefen bereits unzählige Ermittlungsverfahren gegen Poroschenko. Die Anschuldigungen gegen ihn decken eine große Bandbreite ab. Korruption, Veruntreuung, Amtsmissbrauch, Hochverrat. Aber es gibt dazu keine offen zugänglichen staatlichen Quellen, die Details zu allen Verfahren enthalten. Selenskyj, der vermeintliche Antikorruptions- und Anti-Oligarchen-Präsident, scheint Poroschenko für seine Kriegs-PR doch noch gebrauchen zu können. What Ukraine need the most? Three words. Weapons, weapons and weapons. Und ein weiterer Rivale Selenskyjs ist gerade im Einsatz. We need planes, we need the jets, definitely, we need the weapons, we're ready to fight, please help us. Ich möchte einfach ganz einfach zu beschreiben, dass russische Soldaten kämpfen für das Geld. Können Sie sich vorstellen, zu sterben für das Geld oder zu sterben für seine eigenen Kinder? Wir verteidigen nicht unsere Familie, wir verteidigen euch. Weil wir wissen nicht, wie weiter läuft die russische Pläne. Ist kein Geheimnis. Putin will die Sowjetunion wieder aufzubauen. Ein großer Teil von Deutschland war ein Teil von Sowjetischem Reich. Simon Martin fragt via Instagram, wenn Sie Putin eine Sache ins Gesicht sagen könnten, welche wäre das? Er ist krank. Ich bin fest überzeugt. Ein gesunder Mensch mit... Und natürlich auch sein Bruder Wladimir. Man kriegt nicht die Fassung, was gerade passiert. Es ist sehr, sehr blutig und es ist wirklich ein sinnloser Krieg. Werden Sie selbst zur Waffe greifen? Ja. Die Boxlegenden Dr. Steelhammer und Dr. Eisenfaust sind unsere Helden. Die deutschen Medien feiern die Geschichte. Wenn aus Boxern Krieger werden, wenn aus Fäusten Waffen werden. Alle lieben die Klitschkos. In den USA gab es die Kennedy-Familie, in Polen die Kaczynski-Brüder. Werden auch in der Ukraine bald beide Klitschko-Brüder in der Politik mitmischen? Habt ihr schon mal irgendetwas Kritisches über die beiden gehört? Irgendetwas Skandalöses? Irgendetwas Zweifelhaftes? Interessant, oder? Die Hüter der Moral, der demokratischen Werte, die ukrainische Defense. Und wehe, einer ist ohne den anderen zu sehen. Aber wir sehen Sie auch immer wieder an der Seite Ihres Bruders. Sie, diese Hünen, diese Männer mit diesen breiten Schultern. Das hat auch immer etwas Tröstendes, dass wir Sie gemeinsam sehen, die beiden Brüder, Seite an Seite. Jetzt haben Sie sich für ein paar Tage voneinander getrennt.
nach so langer Zeit, nach so intensiven, schrecklichen Erlebnissen? Wie fühlt sich das an in diesen Momenten ohne den Bruder plötzlich? Die Klitschkos sind beliebt, keine Frage. Aber als ich angefangen habe, mich mit den Klitschkos intensiver auseinanderzusetzen, ist mir aufgefallen, dass die Deutschen die Klitschkos viel mehr lieben als die Ukrainer die Klitschkos. Hallo. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Freue mich, Sie hier zu sehen. Ja. Herzlich willkommen nach Kiew. Ja. Moin Moin in Kiew. Ja, Moin Moin in Kiew. Die richtige Kombination. Und die Klitschkos lieben Deutschland zurück. Liebe Grüße nach Deutschland und nach dem Krieg alle herzlich willkommen nach einer Stadt, wo regiert eine, man kann so sagen, deutsche Bürgermeister. Mag ja sein, dass es einfach nichts gibt, aber was mich schon irritiert hat, war die teilweise komplett entgegengesetzte Wahrnehmung der Klitschkos in der Ukraine. Ja, die gibt es. Boulevard, Gerüchte, Hohn und Spott, aber eben auch berechtigte Kritik, die in Deutschland gar nicht ankommen. Es gibt einen Artikel in der Welt vom Mai 2010. Dort stehen Sätze wie: Klitschko hat über seinem überforderten Gegner gestanden wie eine deutsche Eiche. Oder: weil die Klitschko-Brüder alle Tugenden besitzen, die die Deutschen lieben, haben wir sie einfach adoptiert. Wir haben sie ins Herz geschlossen. Sie sind ein fixer Teil unserer Nachtgebete. Wir sind mit ihnen alle ein bisschen Weltmeister. Und in Samstagnächten wie dieser sitzen wir mit einer Gänsehaut im Schnitt 11 Millionenfach vor dem Bildschirm, wenn unsere Beuteschmählinge den Rest der Welt verdreschen. Ich nehme das mit, Zitrone. Mmh. Toll. Dann merkt man, der Kaviar ist gut. Und die... Sind Sie ein guter Gast bei uns? Mmh, ja. Ja, ein toller Gast. Mmh. Wer sind eigentlich die Klitschkos? Hier kommt ein etwas anderer Blick auf ihren Aufstieg in unsere Herzen. Vitali und Wladimir Klitschko werden 1971 und 1976 im sowjetischen Kirgisistan und Kasachstan geboren. Die Mutter ist Lehrerin und der Vater Luftwaffenoberst. Kaum zu glauben, dass derselbe Vater später nach dem Aufstieg seiner Söhne sogar Militärattaché bei der NATO werden wird. Ich bin aufgewachsen mit Gehirnwaschung. Jeden Morgen in Schule, wir mussten berichten, was ist schlecht in Amerika. Amerika ist unser Feind. In Amerika, das ist der Kapitalismus. Das ist die Menschen, handeln andere Menschen wie Sklaven und so weiter, so weiter, so weiter von Kindergarten an. Ihr Blick auf die Welt wird durch eine streng kommunistische Erziehung geprägt, die den Brüdern lehrt, den kapitalistischen Westen zu verabscheuen. Durch ein Freizeitangebot des sowjetischen Militärs kommen die Klitschkos mit dem Boxen in Verbindung. Vitali gewinnt die ersten Meisterschaften und Wladimir folgt ihm. Im Alter von 17 Jahren reist Vitali auf Einladung in die USA. Vitali brought some souvenirs back from his trip, including that ultimate symbol of capitalism, a bottle of Coca-Cola for his younger brother. So I opened the top of Coca-Cola very slowly, and the first air, I just smell it. It was very sharp, but it smells America. It was very interesting for me. Did you think this is what freedom smells like? Yeah, this what how the American freedom smells like, you know. Wir haben sehr viel über Coca-Cola gehört und als habe ich probiert erst einmal, habe ich ein Gefühl gehabt, ein Eimer kann ich austrinken. Ich war voll begeistert, von morgen bis zum Abend in Shopping Mall zu gehen mit offenem Mund. Nach links, nach rechts schauen. Vitali kommt völlig verzaubert zurück. Er schwärmt vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Er kommt mit Coca-Cola, amerikanischen T-Shirts und anderen Souvenirs zurück. Wladimir beneidet ihn und will das auch. Vitali beweist sich immer mehr auf der Weltbühne. Er soll 1996 an den Olympischen Spielen in Atlanta teilnehmen. Doch Vitali wird disqualifiziert, weil in seinem Blut Spuren von Steroiden nachgewiesen werden. Als Ersatz wird Wladimir nominiert und der holt sich in Atlanta die Goldmedaille im Superschwergewicht. Hoppla! Was für ein Schlaghagel! Jetzt reißen sich die Werbepartner und Promoter um die Klitschkos. Die Brüder haben zuvor jedoch einen gefährlichen Pakt geschlossen. Es gibt etwas, was die Klitschkos in ihrer Ich-Erzählung weglassen. Und das ist die Rolle der ukrainischen Mafia. Konkret geht es um die Kiewer Gangsterbosse Viktor Rybalko und Andriy Borowik.
für die die Klitschko-Brüder sogar als Geldeintreiber gearbeitet haben sollen. Jedenfalls helfen die Mafiosi den Klitschkos bei ihren ersten Schritten vom Amateur zum Profiboxen. Als 2012 im Internet die ersten Fotos kursieren, die die Klitschkos mit den Mafiosi Arm in Arm zeigen, spielt Vitali noch herunter, sie sprechen von Fotos. Aber aus irgendeinem Grund erinnern sich nur wenige daran, dass ich Fotos habe, auf denen ich mit Präsidenten und Premierministern europäischer Staaten, mit Nobelpreisträgern und moralischen Autoritäten stehe. Generell lasse ich mich jeden Tag mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen fotografieren. Ich weiß nicht, wer Borovic ist. Ich kenne viele Leute und eines kann ich Ihnen sagen, dass die von Ihnen genannten Personen nicht Mitglieder meines Teams waren und sind. Ich denke, dass Sie auch Fotos aus dem Kindergarten, der Schule finden und sagen können, dass ich mit einer Person zusammenstehe, die heute nicht sehr gut und anständig ist. Seltsame Antwort, oder? Das Problem ist, es tauchen immer mehr Fotos auf. Diese geleakten Videoaufnahmen zeigen die Klitschkos 1996 vor dem Beginn ihrer internationalen Profikarriere. Sie sollen aus dem Archiv des ukrainischen Innenministeriums, aus der Hauptdirektion für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität stammen. Италия. Дядя, ты на фоне Америки. Давай, Мурс. Надо. Und hier sogar mit dem legendären Boxpromoter Don King, der die Klitschko-Brüder in seiner Villa empfängt. Mit dabei Rybalko und Borovic. Victor is the most important. We're gonna make money here all over the world. Today, Kyiv, tomorrow, the world. Сегодня Киев, завтра мир. And one big happy family. Victor ist der Wichtigste. Wir werden auf der ganzen Welt Geld machen. Wir werden eine große, glückliche Familie. Das sagt Don King. Es ist deutlich zu hören, wie Rybalko mit Don King in der Anwesenheit beider Brüder verhandelt. Bis heute erzählt Vitali die Geschichte, dass Don King sich bei ihrem Besuch in dessen Villa an einen Flügel gesetzt und Mozart gespielt habe. Als die Brüder bemerkt hätten, sagt Vitali, dass der Flügel automatisch musizierte, hätten sie die Zusammenarbeit abgelehnt. Schöne Geschichte, oder? Nur lässt Vitali bei dieser Geschichte etwas sehr Relevantes weg. Den Einfluss der Gangsterbosse Rybalko und Borovic. Weißt du noch früher auf der Universität? Mhm. Immer, wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten, hast du uns Blinis gemacht. Mhm. Mit dicker Hefe und viel, viel saure Sahne. Mhm. Die waren grauenhaft. Mhm. In den 2000ern sind die Klitschkos auf dem Zenit ihres weltweiten Erfolgs. Die ukrainische Mafia steht einem da gar nicht gut. Laut diversen Informanten aus dem ehemaligen Umfeld der Klitschkos sollen die Brüder sich an diesem Punkt dazu entschieden haben, ihr hart erboxtes Geld nicht mehr an die Mafia abdrücken zu wollen. Die Zusammenarbeit habe daraufhin auf kuriose Weise geendet. 2000 wird Borovic und 2005 wird Rybalko erschossen. Aber frei waren die Klitschkos damit immer noch nicht. Für dich war Amerika das Paradies. Dein Geschäft geht gut, die Polizei ist da, um dich zu beschützen. Außerdem gibt es Gerichte. Wozu noch einen Freund wie mich? Aber
Jetzt kommst du zu mir und sagst, Don Corleone, verschaff mir Gerechtigkeit. Aber du zeigst mir keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. Du sagst nicht einmal Pate zu mir. Borowiak und Ribalko waren nicht die einzigen finsteren Gestalten, mit denen die Klitschkos den Aufstieg schafften. Dazu gehörte zum Beispiel auch der mehr als zwielichtige Oligarch Ihor Bakay, für den die Klitschkos als Leibwächter gearbeitet haben sollen. Zu dem engen Umfeld der Klitschkos gäbe es eigentlich noch viel mehr zu sagen. Denn bis heute tummeln sich bei ihnen zahlreiche Typen aus der kriminellen Unterwelt. Ukrainische Journalisten sind den Klitschkos seit dem Beginn ihrer politischen Karriere auf der Spur. Попри легендарну впливовість, цей чоловік у літах вперше потрапляє на телебачення. Фото його ви не знайдете навіть у інтернеті. Анатолій Якович Мілявський, він же Макс, справжній хрещений батько української мафії. Його одним з перших приїхав особисто мер. Разом з Кличком його багаторічний соратник, вже екс-нардеп від БПП. Ich könnte an dieser Stelle weiter in die Tiefe gehen, aber das überlasse ich jetzt einfach anderen Journalisten. Ich nenne hierfür nur drei Namen als Hinweis. Anatolij Mielявський, auch bekannt als Max, der inzwischen flüchtige Oligarch Ihor Bakay und Artur Palatni, der eine leitende Position in Klitschkos Partei Udar innehatte. In Deutschland fällt natürlich von all dem kein Wort. Und wie muss es für dich sein, Vitali? Na, Vitali Zirand. Nicht nur im Sport oder in der Unterhaltung, sogar in der deutschen Politik scheinen die Klitschko-Brüder ein makelloses Bild abzugeben. Schon 2004 nutzten die Klitschko-Brüder ihre weltweite Prominenz für ihre politischen Ziele. Sie spannten deutsche Prominente wie Franz Beckenbauer, Thomas Gottschalk oder Veronika Ferres für ihre Kampagne ein. Hast du schon mit deiner Figur geflirtet? 2006. Vitali Klitschko ist ein führendes Mitglied von Porra, eine junge rebellische Partei, die mit Geldern von USAID, Freedom House und der Privatstiftung von Star-Investor George Soros aufgebaut wurde. Unterstützt wird diese Bewegung besonders im Rahmen der Orangenen Revolution, die Viktor Juschenko zum Präsidenten machte. Daran ist auch maßgeblich die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung beteiligt. Sie gehört mit mehr als 70 Büros und 200 Projekten in 120 Ländern zu den mächtigsten Thinktanks der Welt. Laut Gabriele Baumann, der damaligen Leiterin des Stiftungsbüros in Kiew, kam hier der erste Kontakt zwischen Vitali Klitschko und der KAS zustande. Herr Klitschko, wie hat es Ihnen heute hier gefallen im Konrad-Adenauer-Haus? Ich freue mich, heute hier zu sein und hat mir sehr gefallen. Ich bin sehr beeindruckt. Haben wir sehr gute Gespräche gehabt. Die Gespräche und gerade vor ein paar Minuten die Präsentation, die Erfahrung, was hat CDU, können wir auch in unserer Parteibildung nutzen. Baumann erzählt, Vitali Klitschko kam auf uns zu. Er bat um informelle Kontakte zur CDU und zur Europäischen Volkspartei sowie um Unterstützung mit Seminaren und Schulungen. Und so, nach vielen Anläufen und Vorläufern, gründet Vitali 2010 die Partei Udar. Ich finanziere von meinem eigenen Geld unsere Partei. Wir haben keine Finanzierung. Ich sage ehrlich, keine einzige Pfennig. Wir machen eine Zusammenarbeit, wir machen Seminare, wir lernen wie, als gute Beispiele, wie man kann eine Partei aufbauen, wie kann ein gutes Land aufbauen, auf westliche Beispiele. Der CDU ist damals sehr bewusst, dass Klitschko in politischen Krisenzeiten die Nähe und Unterstützung von dubiosen Oligarchen wie Firtasch, Djewotschkin, Fuchs, Achmetow oder Medvedchuk suchte und auch fand. Wer sind diese Leute? But it's how these billionaires got that way that makes them interesting. After almost 70 years of Russian communism, where the state controlled everything, the Russian people saw huge political and economic change practically overnight. For a select few businessmen known as oligarchs, they managed to rise to the top. Soviet Union, all land and all property was owned by the state. In the 1990s, it was privatized. And the most valuable companies were landed in the hands of these business people. When the Soviet Union fell and communism ended in Russia,
A bunch of lucky dudes were just handed the keys to entire industries that used to be owned by the government. Nach der Auflösung der Sowjetunion folgte ein Jahrzehnt der wildesten Privatisierung. Ehemalige Funktionäre der kommunistischen Partei raubten gesellschaftliches Eigentum. Heute sind diese superreichen Akteure für die Volkswirtschaft besonders relevant und nehmen gleichzeitig extremen Einfluss auf Politik und Medien. So wie Russland hat auch die Ukraine ein besonderes Problem mit dieser Form der Oligarchie. Mächtige Milliardäre tragen bis heute skrupellose Fäden um die Kontrolle über das Land aus. Mittendrin unsere Klitschko-Brüder. Wenn man vergleicht die ukrainische Politik mit Sport, man kann sagen, das ist ein Kampf, Freikampf. Der Kampf ohne Regeln. Als Vitali in einem BBC-Interview vom März 2013 nach der Finanzierung seiner Partei durch Oligarchen gefragt wird, antwortet er: Das kann ich nicht kommentieren. Ich kommuniziere mit allen Menschen. Ich habe der Kommunikation nie Grenzen gesetzt. Und ich kommuniziere auch mit wohlhabenden Menschen, die Oligarchen genannt werden. Als nochmal in Bezug auf die Finanzierung nachgehakt wird, sagt Vitali: Hinter unserer politischen Macht stehen heute keine Oligarchen. Was auch immer er unter politischer Macht versteht. Die Realität ist eine andere. Für die Realität interessiert sich die CDU genauso wenig. Vitali folgt mehreren Einladungen zu Parteitagen der CDU, wo er auf die Bundeskanzlerin trifft. Hier entstehen nicht nur die Kontakte zur Europäischen Volkspartei, die ihm direkt Zugänge zu hochrangigen Europapolitikern sichern, sondern auch der Kontakt zur Bild, die bis heute die wichtigsten Treiber der politischen Karriere der Klitschkos sind. Как в Прибалтике некоторые латыши, эстонцы и так далее были в СС, в осужденной организации. Я одно могу сказать по этому поводу. Если человек одел форму СС, то есть четкое, он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. И люди, которые есть очень много по этому поводу точек зрения, я четко придерживаюсь. И я четко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, конечно, что, ребром. Что якобы мы... Понял. Obwohl Vitali auf der politischen Bühne als völlig inkompetent und rhetorisch schwach gilt, sehen seine deutschen Schützenhelfer in ihm die einzige Chance, ihren eigenen steuerbaren Mann im Rennen um die neue Ukraine zu installieren. Die Proteste im November vergangenen Jahres, als zunächst ein paar hundert Studenten auf Maidan demonstrieren und danach hunderttausende Menschen kamen, haben nicht nur eine Revolution ausgelöst. Sie haben auch gezeigt, wie brüchig Frieden in Europa ist. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hebt Vitali Klitschko als Figur des Widerstandes und führende Stimme des Maidan hervor. Und das, obwohl Klitschko zur damaligen Zeit einen schwindend geringen Rückhalt in der ukrainischen Bevölkerung genießt. Unser Ziel ist eine territorial unversehrte Ukraine, die nichts weiter kann als frei und selbstbestimmt über ihre Zukunft entscheiden. Das ist die Durchsetzung der Stärke des Rechts. Der Weg ist hart, er erfordert einen langen Atem, aber stellvertretend für viele in der Ukraine, lieber Herr Klitschko, wir helfen Ihnen, wo immer wir können und unterstützen Sie. Zuvor hatte der Spiegel berichtet, Merkel habe beschlossen, Vitali Klitschko als Gegenkandidaten zu Präsident Viktor Janukowitsch durch gemeinsame Auftritte mit der EVP in der Öffentlichkeit zu stärken. Vitali bekommt weitere Unterstützung, zum Beispiel durch Merkels außenpolitischen Berater Christoph Heusgen, Kanzleramtsminister Ronald Pofalla und Außenminister Guido Westerwelle. Die CDU macht auch kräftig Werbung für Vitali, wenn sie in Washington bei Thinktankern und Kongressabgeordneten zu Besuch ist, wie zum Beispiel Andreas Schockenhoff, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Dezember 2013. In einem von WikiLeaks veröffentlichten Bericht wird folgender Gesprächspunkt gelistet. Man müsse der Ukraine, vor allem der Zivilbevölkerung, eine europäische Perspektive bieten und demokratische Kräfte, in Klammern Klitschko, stärken. Das ist kein Krieg, Ukraine und Russland. Das ist kein Konflikt Ukraine zu Russland, das ist ein Konflikt zwischen Russland und Westen. Sein Bündnis mit dubiosen Oligarchen und Rechtsradikalen
scheint den Westen nicht zu interessieren. Am Ende setzte sich klar ein Favorit der USA durch, Yatsenyuk. Wie im ersten Teil meiner Recherche erwähnt, hatten die USA bereits 5 Milliarden Dollar in die sogenannte Demokratisierung der Ukraine investiert. Und dann wurde auch noch das Telefonat von Victoria Nuland geleakt. Ihr könnt euch erinnern. Vielleicht hat euch das auch interessiert. Wie hat eigentlich Vitali Klitschko darauf reagiert, dass die US-Staatssekretärin Nuland ihn von der Führungsverantwortung kategorisch ausgeschlossen hatte? In einem Bildartikel vom Februar 2014 schreibt Klitschko: Es ist für mich klar ersichtlich, dass die USA und die EU mit der Veröffentlichung provoziert werden sollen. Schreibt Vitali wohl angemerkt nach einem Treffen mit Nuland und versucht sich hier in Schadensbegrenzung. Er schreibt: Ich kann die Aufregung nicht richtig verstehen. Ich schätze Victoria Nuland sehr. Wie viele andere EU-Vertreter auch, hat sie sich sehr um den Konflikt in der Ukraine bemüht. Ihr ist in dem Telefonat etwas rausgerutscht, was sie sicherlich so nicht meint. Und dann kommt eine ziemlich bizarre Umdeutung der Aussagen von Nuland. Und was ihre Aussage über mich angeht, ich sehe das ja genauso wie sie. In einer Regierung unter Janukowitsch werde ich kein Regierungsamt annehmen. Das war so und bleibt so. Ich finde, wir sollten uns weniger über den Inhalt des Gesprächs aufregen, als über den Umstand, wie das Ganze öffentlich geworden ist. Klar, der Inhalt ist eigentlich völlig egal. Die Klitschkos werden bei uns in der Zwischenzeit als die Helden vom Maidan gefeiert. Umgeben von Nationalgarden, Stacheldraht, Blockaden, Bengalos und Molotow-Cocktails. Vor den Bühnen, in der Anwesenheit westlicher Maidan-Touristen, läuft es gesitteter ab. Internationale Spitzenpolitiker sollen die Moral der Demonstranten weiter stärken. Einer geht nach seinem Besuch weiter als alle anderen, Sebastian Kurz, damals Außenminister von Österreich. In einem Interview sagt er: Ich gehe davon aus, dass bei Neuwahlen derzeit Vitali Klitschko eine Mehrheit bekäme. Very important life. Believe in yourself, trust yourself and know what you have to doing. And very important to have a dream and also very important to doing everything to work to make your dream true. And what a matter, sometimes the people don't believe you, but if you believe yourself, you make your dream true. Am 26. November 2013 eilt Vitali auch die Präsidentin von Litauen zur Hilfe. Sie spricht auch auf der Bühne vor den Demonstranten. Um diesen Auftritt herum kommt es zu einem regen Austausch zwischen Vitali und ihrem politischen Berater. Im Februar 2014 geben Hacker der Gruppe Anonymous Ukraine an, die E-Mails des Präsidentenberaters gehackt zu haben. Einen Tag nach dem Auftritt der Präsidentin schreibt Vitali dem Präsidentenberater, dass die Präsidentin einige interessante Vorschläge bezüglich Vitalis Zukunft gemacht habe. Er müsse darüber nachdenken, aber grundsätzlich sei er willens, die Konditionen der Präsidentin zu akzeptieren. Eine Woche drauf schreibt Vitali noch eine Mail, um sich bei dem Präsidentenberater zu bedanken. Ihr Kollege ist angekommen und hat mit meinem Team angefangen zu arbeiten. Er ist ein echter Profi und ich denke, seine Dienste werden notwendig sein, gerade wenn das Land destabilisiert ist. Und dann folgt am 9. Januar 2014, wenige Tage vor der ersten gewaltsamen Ausschreitung, die letzte E-Mail. Ich denke, wir haben den Weg geebnet für eine radikalere Eskalation der Situation. Ist es nicht an der Zeit für entschiedenere Aktionen? Ich möchte auch bitten, über die Möglichkeit einer stärkeren Finanzierung nachzudenken, um unsere Unterstützer für ihre Dienste zu bezahlen. Der Alias-Adresse nach zu urteilen, gingen die E-Mails vom Server der Klitschko Management Group aus. Bis heute gab es keine Stellungnahme von Vitali Klitschko zu diesen E-Mails. Jedenfalls zeigen diese E-Mails eine gespaltene Zunge. Unter oppositionellen Kräften trieben die Klitschkos die Eskalation voran, während sie sich vor der westlichen Presse als zahme Friedenstauben gaben. Ich möchte wirklich auf keinen Fall eine weitere Eskalation der Lage, dass es weitere Tote gibt. Das müssen wir verhindern. Wir demonstrieren friedlich. Es war ganz wichtig, dass es auch friedlich läuft. Und wir gehen zurück zum Maidan. Wir gehen nicht auf. Vitali Klitschko plant also im Hintergrund, die Revolution weiter in Bewegung zu bringen und verschärft seine Worte auf der Maidan-Bühne. Bei einer Rede vor mindestens 50.000 Menschen am 22. Januar 2014 ruft Vitali auf Ukrainisch und das berichtet der Spiegel: Wir werden weiter auf dem Platz stehen und kämpfen, wenn es nötig wird. Und er ruft: Wenn der Präsident uns morgen nicht entgegenkommt, dann gehen wir zum Angriff über. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. In den Tagen darauf wird es zu einer gewaltsamen Eskalation und Toten auf dem Maidan kommen. Die deutsche Presse sieht zwischen der Rolle der Klitschkos und der Eskalation nicht nur keine Verbindung,
sondern spricht die Klitschkos auch noch frei von jeglicher Beteiligung. Kiews neuer Bürgermeister Klitschko will durchgreifen. Die Zelte und Barrikaden würden nicht mehr benötigt, 6 Monate nach dem Regimewechsel. Die Stadt müsse zum Alltag zurückkehren. Die Revolution ist vorbei. Klitschko ist Bürgermeister von Kiew. Die Wirtschaft liegt am Boden. Wasser- und Gaspreise haben sich mehr als verdoppelt. Doch die Hoffnung auf Veränderung ist groß. Klitschko mag zwar nicht bestechlich sein, aber er holt zweifelhafte Figuren in sein Team. Superreiche mit Seilschaften aus der Zeit vor der Maidan-Revolution. Er ist umgeben von Freunden. Sein Stabschef Palatny, sein Stellvertreter Nikonov, Polizeichef Krischenko, Generalstaatsanwalt Schumak. Was braucht man mehr? Wäre da nicht dieser Komiker? Vitalia, ноги рот. Виталий Кличко пришел сказать. Виталя, рот, ноги. Виталик скажет и уйдет. Volodymyr Zelensky. Millionen von Ukrainer schauen ihm regelmäßig dabei zu, wie er im Live-Fernsehen Vitali Klitschko und dessen rhetorische Schwächen und Inkompetenz aufs Korn nimmt. Добрий день. Я отримав естафету від Київської поліції. 22 push-ups challenge. 22 віджимання. Доброго дня, скотиняки. Я Олег Ляшко. Сейчас почнеться жесть. Push-up challenge. 1, 2, 3, 4. Не. Лідер радикальної партії. Перший раз так стою. Готовий. Готовий, Олег Валерійович. Пушапіть мене, скотиняка. І 1. Ти включив? Включив. Виключай. Трошки тяжко. Der Streit mag einem seltsam vorkommen, wenn man bedenkt, dass beide Politiker als pro-europäisch und pro-amerikanisch gelten. Man darf aber nicht vergessen, dass Zelensky sich in einem erbitterten Wahlkampf gegen seinen Vorgänger Petro Poroschenko durchsetzte, der ein Verbündeter Klitschkos war. Als dieser Wahlkampf lief, schossen die Klitschkos in Interviews immer wieder gegen den Komiker Zelensky. Für Vitali war es wohl abzusehen, dass ein Präsident Zelensky alles daran setzen würde, ihn als Bürgermeister abzusetzen. Auch wenn die deutschen Medien blind dafür sein wollen, Vitali war in zahlreichen Korruptionsskandalen verwickelt. Und fast immer ging es um Veruntreuung, Bauplanung, Immobilien und Infrastrukturprojekte. Man darf auch nicht vergessen, die Klitschko-Brüder sollen laut Bloomberg etwa 100 Millionen Dollar besitzen. Mehr als ein Drittel davon sollen in ukrainischen Immobilien investiert sein. Da sind Interessenkonflikte natürlich einprogrammiert. Zelensky hat nach seiner Machtübernahme nicht nur Vitali und seine Beamten öffentlich angegriffen, er hat auch strafrechtliche Konsequenzen folgen lassen. Auf seine Machtübernahme folgten fast 70 Durchsuchungen bei Kiewer Stadtbeamten wegen Korruption, Steuerhinterziehung, Amtsmissbrauch, Veruntreuung und Betrug. Insgesamt wurden 11 Personen angeklagt, die mit Klitschko in Verbindung stehen. Dabei seien Durchsuchungen vorgenommen worden, die jedoch nicht mit Klitschko zu tun hätten, das erklärte der Geheimdienst. Medien spekulieren, dass Klitschko bei der Präsidentschaftswahl 2024 gegen Staatschef Zelensky antreten könnte. Als Zelensky nach den Durchsuchungen befragt wird, sagt er knapp: Sie hätten kein Geld aus dem Haushalt stehlen dürfen. Klitschko aber bestreitet jedes Fehlverhalten und beschuldigt das Präsidialamt, politischen Druck auszuüben. Der Versuch, ihn vom Posten des Leiters der Kiewer Stadtverwaltung zu entlassen, sei verfassungswidrig und undemokratisch. Jedenfalls artet der Kampf um Kiew zwischen dem ukrainischen Präsidialamt und Vitali so dermaßen aus, dass Vitali zu seinem Freund Rudy Giuliani nach New York reist. Und das wird zu einem Politikum. He represented you in your bid for mayor, but he no longer. Represent me? We're just friends. I never have a business with Mr. Giuliani, sorry. He never offered you money, you never offered him money, you never had any kind of business. No. First time I listened to that. So you've never spoken about the Bidens or election interference, anything never, about? Never, ever. He never asked you for help? Never. Aber Hilfe kommt. Giuliani tweetet, die Entmachtung von Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, würde ein sehr schlechtes Zeichen sein. Der ehemalige Champion wird in den USA sehr bewundert und respektiert. Das ist jetzt 3 Jahre her. Zwischen Zelensky und Klitschko herrscht ein Waffenstillstand. Die Frage ist natürlich, wie lange. Denn ein Feindbild, das zusammenschweißt, kann nicht auf ewig aufrechterhalten bleiben. Laut einer Ende Februar 2022 veröffentlichten Umfrage
Innerhalb der ukrainischen Bevölkerung gaben rund 60% an, die Handlung ihres Präsidenten Wladimir Selenskyj voll und ganz zu unterstützen. Experten sehen aber seitdem einen Abwärtstrend in Richtung der alten Beliebtheitswerte, also die vor dem Einmarsch Russlands. Und die waren miserabel. Im Oktober 2021 standen etwas weniger als 30% hinter Selenskyj. Denn viele Hoffnungen, die Selenskyj nach seinem Erdrutschsieg 2019 geschürt hatte, waren enttäuscht worden. Was Selenskyj aber niemand nehmen kann, ist seine Stilisierung zur Widerstandsikone in aller Welt. In my previous life, in my previous profession, I truly say, when I was producer, scriptwriter and actor, I wanted to get Oscar. I wanted to be very popular in USA. Now I'm very popular in USA. Es ist ein eingängiges Bild. Der moderne Politiker, der freiheitsliebende Demokrat, der auf den Straßen seiner in Feuer stehenden Hauptstadt ausharrt. Gegen den wütenden Dämon, den kaltblütigen Zar, der sich feige hinter den dicken Mauern des Kremls versteckt. Die Massen lieben einfach David gegen Goliath. I see. Naked girl, covered in napalm. V for victory. Five Marines raising the flag. Mount Suribachi. Mm-hmm. You remember the picture 50 years from now, you'll have forgotten the war. The Gulf War, smart bomb falling down a chimney, 2,500 missions a day, 100 days. One video of one bomb, Mr. Moss, the American people bought that war. Mm-hmm. War is show business. That's why we're here. And you want me to do what? We want you to produce. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, you know, it's a pageant. It's like the Oscars, that's why we came to you. In der Ukraine werden wir seit dem Beginn des Krieges von den Bildern eines Mannes bombardiert, der von schrecklichen Ereignissen überrascht und überwältigt, irgendwo auch überfordert wird, aber dabei immer sympathisch wirkt. Mr. President, personal question. You look tired. You look tired. Ukraine is tired. That means, if I'm looking tired, that means that I'm tired. Bye bye. Immerhin war er ja angetreten, um den Krieg mit Russland zu beenden, Geld zu fordern und die eigene Bevölkerung vor einer Annexion durch Russland zu warnen. Was seid ihr Ukrainer bereit zu tun für das Leben eurer Liebsten? Ich versichere Ihnen, damit unsere Helden nicht sterben, bin ich zu allem bereit. Ich habe keine Angst davor, schwierige Entscheidungen zu treffen. Keine Angst, meine Popularität einzubüßen. Die Art und Weise, wie Selenskyj über den Krieg mit Russland spricht, lässt keinen Raum für ein Ende. Die Diplomatie ist tot. Mit Hitler 2.0 kann man nicht sprechen. Es gibt keine politische Lösung für ein Armageddon, einen notwendigen Kampf zwischen Gut und Böse. Це війна не двох армій, це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди і вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським. Натомість отримав вінки і коктейлі Молотова. Вистачило на 77 років. Ми прогавили зло, воно наші військові тут. Громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Dieses Image, das hier sorgfältig gepflegt wird, überstrahlt alles andere. Jegliche Kritik an Selenskyjs eigener Staatsführung mit all den diktatorischen Tendenzen erstickt. Noch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Selenskyj mehrere oppositionelle TV-Sender abgeschaltet. Nach dem Einmarsch hat er einfach nur dort konsequenter weitergemacht, wo er aufgehört hatte. TV-Sender und Parteien wurden verboten, Dutzende unabhängige Journalisten, Blogger und Analysten wurden inhaftiert, die meisten von ihnen aus dem linken Spektrum. Alle ukrainischen Sender wurden außerdem per Dekret dazu gezwungen, eine regierungsfreundliche Sendung zum Krieg auszustrahlen. Während die Welt hunderte Milliarden an Hilfen an die Ukraine schickt,
lässt sich der ukrainische Präsident gemeinsam mit seiner Frau für die Vogue ablichten, wie das wohl berühmteste Modemagazin der Welt. And now he is posing for a fashion magazine. The president is the cover story of the Vogue. What's so fashionable about war? Where is the need to pose in front of sandbags and devastation? If this is an attempt to draw attention to the war, it's pointless because the world already knows about the war. The whole world today is facing the brunt of this war. May not be in the form of raining missiles, but definitely in the form of rising meal prices. Zelensky and Zelenska are posing for Vogue, sharing their love story, building their personal brand. This is not the face of bravery or a service to Ukraine. This is an insult to those who are on the front line. Those who are fighting the war. Warum beherrscht eigentlich Zelensky so gut die Sprache der neuen Medien? Für die Antwort muss man in seine Biografie eintauchen. Das habe ich getan. Volodymyr Zelensky. Bei seiner Geburt 1978 ist der zukünftige Präsident noch Sowjetbürger. Zu Hause sprechen sie Russisch. Sein Großvater kämpfte im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee gegen die Deutschen. Seine Familie ist jüdisch. Die drei Brüder des Großvaters starben im Holocaust. Der Vater ist Physikprofessor. Die Mutter Ingenieurin. Als Zelensky sein Abitur macht, ist er bereits Bürger der seit 1991 unabhängigen Ukraine. Er macht einen Abschluss in Jura. Arbeitet aber nie als Jurist. Stattdessen entdeckt er die Welt der Bühne und des Fernsehens für sich. Zelensky, dieser kleine, quirlige Mann mit der markanten, rauen Stimme, wird bald der wohl bekannteste und erfolgreichste Comedian der Ukraine. Er wird zum König der abendfüllenden Unterhaltung, mit einer politischen Satire für den Massengeschmack. In dieser Zeit verliebt er sich in seine ehemalige Mitschülerin Olena. . 2003 heiraten die beiden und gründen im gleichen Jahr eine Fernsehproduktionsfirma, Quartal 95. Sie schreiben und produzieren komische, provokante, politische Filme und Shows. Oder machen einfach nur guten Klamauk. Die von Zelensky und seiner Frau produzierten TV-Shows ziehen ein Millionenpublikum an. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland. Die Shows laufen bei 1&1, einer Fernsehgruppe, die einem der mächtigsten Oligarchen gehört, Ihor Kolomoyski. Kolomoyski, filmed here in Switzerland in 2018, is an arch foe of Poroshenko and one of the richest men in Ukraine, with holdings in the metal, petroleum and media sectors. He set up Privatbank in the 1990s, which quickly grew to be one of the biggest financial institutions in Ukraine. Bevor ich weiter erkläre, was es mit diesem Kolomoyski auf sich hat, nochmal zurück zu Zelensky. Nach seinen erfolgreichen Live-Shows, TV-Filmen und Serien wagt sich Zelensky an ein größeres Projekt. Kolomoyski finanziert 2015 die neue Serie Diener des Volkes. Diese Serie wird nicht nur die größte Rolle des Komikers, sie wird auch das gesamte Leben von Zelensky verändern. 3 Staffeln lang begeistert er die Ukrainer mit einer bizarren Geschichte. So kennen ihn viele Ukrainer. Volodymyr Zelensky spielt in einer beliebten TV-Serie einen Geschichtslehrer, der überraschend Präsident des Landes wird und bald damit beginnt, auf seine Weise aufzuräumen, hier zum Beispiel im fiktiven Parlament in Kiew. Das ist der Plot. Ein unterbezahlter Geschichtslehrer an einer gewöhnlichen Schule wird versehentlich Präsident. Auslöser ist ein von Schülern gefilmtes Video, in dem der Lehrer sich in eine Wutrede gegen Korruption und Misswirtschaft hineinsteigert. Dieses Video geht im Internet viral und macht ihn kurz darauf zum Präsidenten der Ukraine. How come someone earning a school teacher's salary can't even afford a modest apartment in Kiev? While you guys, who are supposed to work for the people, live in luxurious mansions. Maybe you've made a mistake and you're serving the wrong master.
Instead of the people, you're serving the oligarchs. Die Serie lief zur Primetime auf dem Sender 1&1, wurde kostenlos auf YouTube angeboten und kurz darauf bei Netflix veröffentlicht. Allein im Fernsehen sahen 20 Millionen Ukrainer dabei zu, wie ein ganz normaler Ukrainer dem Frust seiner Landsleute eine Stimme gab, die es satt hatten, von der Politikerkaste getäuscht zu werden, die Rache nehmen wollten am Establishment und bereit waren, mit einem Quereinsteiger den Neuanfang zu wagen. Aber du bist der Präsident, es gibt kein höheres Amt in der Politik. Die wahre Macht liegt nicht hier. Sie liegt jenseits von hier. Irgendwo darüber, aber trotzdem greift alles ineinander. Versteh doch, du und ich waren immer nur hier drin, gefangen in unserer Blase. Doch denk doch mal weiter. Wenn ich von außerhalb Einfluss nehme, aus dem privaten Sektor, und du übernimmst die Arbeit hier, dann gehört uns dieses Haus tatsächlich. Im März 2018 meldet Zelensky seine eigene politische Partei an. Er nennt die Partei nach dem Titel der Serie, Diener des Volkes. Zelensky will wirklich Präsident werden. Die Resonanz ist gewaltig, sie wirkt surreal, der Wahlkampf ist anders. Zelensky gibt kaum Interviews, nutzt stattdessen Social Media exzessiv und in Jugendsprache. Während seine Comedy-Sendungen auf dem Sender Kolomoyskis laufen, verzichtet er auf klassische Auftritte auf Marktplätzen. Stattdessen tourt er mit seinem Showprogramm durch das ganze Land. Добрый вечер. Знаете, я сразу хочу сказать, у нас сегодня просто концерт, никакой агитации. Все по-честному, вы ждение заплатили. Такое еще мир не видел. Зеленский trifft einen Nerv. Seine Wähler haben die Schnauze voll vom abgehobenen, korrupten Establishment. Sie wollen Zelensky wählen, weil er dem ärmsten Land Europas Fortschritt verspricht. Normalisierung, Modernisierung, Verwestlichung, Zivilisation. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійович, я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Für diese Botschaft lässt sich Zelensky nicht nur die Serie durch Kolomoyski finanzieren, die ihn später zum Präsidenten machen wird. Kolomoyskis Anwalt organisiert den Wahlkampf. Kolomoyskis Firma stellt die Autos und Kolomoyskis Bodyguards beschützen den Diener des Volkes. Schaut selbst. His bodyguard accompanied Zelensky on the campaign trail. The car Zelensky uses belongs to a company owned by one of Kolomoyskis companies. And Kolomoyskis lawyer is now working for Zelensky's campaign. Zelensky leugnet trotzdem jegliche Verbindung zu und Abhängigkeit von Kolomoyski. Wie geht das? Kolomoyski continued his business activities, later moving to Switzerland. Zelensky traveled to Geneva in February 2018 to attend Kolomoyski's birthday party. In April 2019, RFERL asked Kolomoyski about his ties with Zelensky. По зустрічам з Зеленським, він у мене був на дні рождения в прошлому году в Женеве. Це останній раз, коли ви особисто бачились? Да, я думаю, да. Надо так, это самое, ну, по-моему, да. Okay. Ну, если где-то, может, я так, я уже не буду, я уже начинаю, вы когда так задаете вопросы, как следователь, так я начинаю ерзать. Но, может, где-то и пересекся еще, черт его знает. But by checking flight records, RFERL discovered that after that birthday party, Zelensky flew to Geneva another 10 times. Furthermore, after Kolomoyski moved to Israel, Zelensky flew to Tel Aviv 3 times between October and December 2018. It's not clear if the two men met on these occasions. They both insist their relationship is professional and based on Zelensky's TV work. The aspiring politician says it's not political. Experten vermuten schon seit 2015 eine Allianz zwischen dem Komiker und dem Oligarchen. Dabei soll es darum gehen, die Wiederwahl von Poroschenko zu verhindern. Der Oligarch Kolomoyski trägt nämlich seit Jahren eine erbitterte Fehde mit dem Präsidenten Poroschenko aus. So is this election then your chance to get revenge for what happened with Privatbank? Нет, это, ну, то есть это вообще не связанные вещи, то есть у нас нет вопроса мести.
that leads us back to the comedian. Для меня Зеленский это не персоналия, это не это некий символ, символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских. Nach dem Ende der Sowjetunion war Kolomoisky wie andere Oligarchen unfassbar reich geworden. In den 1990er Jahren gründete der Ingenieur sogar eine Bank, die Privatbank, die größte Bank des Landes. Diese Bank wurde von der ukrainischen Regierung unter Poroschenko verstaatlicht. Kolomoisky war mit der Zeit fett im Stahlgeschäft, im Ölbusiness, in der Nahrungsmittelherstellung. Irgendwann gehörten ihm sogar mehrere Fluggesellschaften und die zuvor erwähnten meistgesehenen Fernsehsender der Ukraine. Besonders nach dem Ende der Maidan-Revolution war Kolomoisky plötzlich noch viel mächtiger geworden. Er war zum Gouverneur einer Region in der Ostukraine ernannt worden. Dort baute er eine große Privatarmee zum Kampf gegen prorussische Separatisten auf. Das war ein bisschen zu viel Macht in privaten Händen. Der Präsident und Oligarch Poroschenko konnte das natürlich nicht dulden. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat das Rücktrittsgesuch von Igor Kolomoisky, Gouverneur der Region Dnipropetrovsk, angenommen. Kolomoisky ist ein schwerreicher Geschäftsmann, dessen politische Interessen von seinen wirtschaftlichen Interessen kaum zu trennen sind. Diese Geschichte vom bösen Herrn Kolomoisky und den netten Abgeordneten, die die Kontrolle über einen Ölkonzern übernehmen und die Forderung der Maidan-Demonstranten erfüllen, stimmt nicht. Diese Geschichte haben sich Medienprofis ausgedacht. Nach dem Ende der Maidan-Revolution 2014 gewährte der IWF der Ukraine insgesamt Kredite in Höhe von 11 Milliarden Euro. Als die Gelder flossen, sollen Kolomoisky und sein Geschäftspartner, die Privatbank, vor ihrer Verstaatlichung um mehr als 5 Milliarden Euro ausgeplündert haben. Die damalige Chefin der Nationalbank sprach vom größten Finanzbetrug des 21. Jahrhunderts. Die Bank soll eine Menge ungesicherte Kredite an Firmen vergeben haben, hinter denen Kolomoisky selbst stand. So soll das Geld ins Ausland geschleust worden sein. After Zelensky's victory, Kolomoisky kept up his relationship with the president, nominating over 30 lawmakers to Zelensky's newly established party and maintaining influence with many of them in parliament. He also backed a new political project, which has 24 lawmakers. The first year of Zelensky's rule was a revival for Kolomoisky. Ein Jahr später, 2021, veröffentlicht ein Netzwerk von investigativen Journalisten das bisher größte Leak über Steueroasen, die Pandora Papers. Das sind Millionen von Dateien von Offshore-Dienstleistern, darunter auch die Dienstleister, die für Zelensky und seinen engsten Kreis ein ganzes Netz von Offshore-Firmen verwaltet haben. Und das mindestens seit 2012. Laut den Pandora Papers profitierten Zelensky und sein engstes Umfeld womöglich von einem gigantischen Betrug, der mit der Privatbank zu tun hat. Denn Zelensky nutzte dieselben Offshore-Firmen von Kolomoisky für seine Geschäfte, wie sie Kolomoisky für den Betrug genutzt haben soll. And already one of Volodymyr Zelensky's associates has been defending that practice, saying it was the only way to stop the money being targeted by corporate raiders in Ukraine's corrupt establishment. But then when this person was asked in the film made by Ukrainian journalists, why didn't you get rid of these companies when you became the establishment, he said, well, we're doing it, but it's a slow process. There is one aspect of this, though, where Volodymyr Zelensky could be seen as being on the wrong side of the law, and that is that there is one of these companies which he apparently passed to his associate, Sergei Shafir, when he was elected without any money changing hands. But that company is now, according to the papers, belonging perhaps indirectly to Sergei Shafir, but still paying dividends to Volodymyr Zelensky and his wife. Bei seinem Wahlsieg soll Zelensky seinen Anteil an einer wichtigen Offshore-Firma auf seinen Freund und derzeitigen Chefberater Sergei Shafir übertragen haben. Dabei soll es aber eine Vereinbarung gegeben haben, die Zelenskys Familie laufenden Profit sichert. Die ukrainischen Antikorruptionsermittler kündigten daraufhin an, die Geschäfte des Präsidenten zu untersuchen. Was ist eigentlich daraus geworden? Interessiert wahrscheinlich niemanden. Es ist ja auch Krieg. Und Zelensky ist heute der wahrscheinlich mächtigste Medienpolitiker der Welt. Zelensky erreicht Millionen auf den Plätzen Europas und der Welt. Er macht sie zu seiner Streitmacht gegen Putin. Zelenskys Botschaft: Ihr seid die Nächsten. Zelensky beherrscht Storytelling. Dieser Film wirbt für eine Flugverbotszone über der Ukraine. If you don't go the sky, I will die. If you don't go the sky, mom will cry.
If you don't glow the sky, he'll lose home. If you don't glow the sky. Natürlich weiß Zelensky, dass die NATO keinen Konflikt mit Russland riskiert. Aber er erzeugt öffentlichen Druck auf den Straßen und in den Machtzentren des Westens. He might win. Now look in the eyes and sink again. Nach dem Ende der Maidan-Revolution und dem Krim-Referendum 2014 interessierte sich mit der Zeit kaum noch jemand für die Ukraine. Das ändert sich dann aber schlagartig. Wenige Monate nach dem Wahlsieg Zelenskys passiert Folgendes. Der Anfang ist schwierig. Zelensky gerät unversehens in einen politischen Skandal. US-Präsident Donald Trump droht ihm in einem Telefonat mit dem Entzug einer 400 Millionen Dollar Militärhilfe, wenn Zelensky nicht gegen den Sohn seines demokratischen Konkurrenten Joe Biden wegen Korruption ermitteln lässt. Das Ganze wird öffentlich. Haben Sie von Präsident Trump Druck verspürt, gegen Joe Biden zu ermitteln? Tut mir leid, aber ich möchte mich nicht in demokratische... Wie sagt man? Wahlen einmischen. Die Geschichte hinter dieser Szene ist unglaublich. Im April 2019 kommt ein Mann in ein Computerreparaturgeschäft. Er stellt sich als Hunter Biden vor und hinterlässt einen Laptop mit Wasserschaden zur Datenrettung. Dem Reparateur ist sofort klar, dass es sich hier um den Laptop des Sohnes des ehemaligen Vizepräsidenten und damaligen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden geht. Der Reparateur, der ein Trump-Anhänger ist, stellt die Daten wieder her und stößt auf brisante E-Mails. Das sagt übrigens Hunter Biden, wenn er gefragt wird, ob es sich um seinen Laptop handelt. Was that your laptop? For real, I don't know. I know, but, you know that this is... I really don't know. Okay. The answer is... That's you don't know yes or no if the laptop I don't have was any yours. Idea. I have no idea. So could have been yours. Of course, certainly. There could be a laptop out there that was stolen from me. There could be that I was hacked. It could be that there was the... that it was Russian intelligence. It could be that it was stolen from me. And you didn't drop off a laptop to no. be repaired no. in Delaware? Not no. that I remember at all. At all. Der Reparateur versteht die Sprengkraft der darin befindlichen E-Mails. Er wendet sich an das FBI. Die holen den Laptop ab und danach herrscht Funkstille. Der Reparateur hatte erwartet, dass es Konsequenzen für Hunter Biden geben würde. Aber weil nichts passiert, wendet sich der Reparateur an Trumps Anwalt Rudy Giuliani. Der soll konservative Medien mit Informationen füttern. Für die Republikaner ist das natürlich gefundenes Fressen. 120.000 E-Mails und Dokumente, 217 GB an Daten, Textnachrichten und Videos, die schockierende Einblicke in Geldprobleme, Kokainsucht, Affären und eine krankhafte Sexualität geben. Die Mainstream-Journalisten in den USA tun die Enthüllung zunächst als russische Desinformation ab. Kommt einfach nicht gut an im Wahlkampf, wenn man sich schon für eine Seite entschieden hat. Okay, you know what also the United States government says? The FBI says this laptop is not Russian disinformation. So what are you talking about here? This laptop is real? It's not just the laptop. There's other emails, there's text messages. They are real. So okay. according to the Guess U.S. What? Government, I the know FBI that you're trying has to verified move this. Everybody to look at that, but that's not what we're hearing from Why the FBI. Why don't you want to report but this? What, this is the one of the what, most powerful no, Liz, families in Washington. Liz, the Liz. Biden family. And you're okay? Und die sozialen Medien ziehen mit. It's a 25% of the planet is on Facebook. Much of the ones who aren't are because they don't have internet access. And Twitter is the place where anyone who works in politics and media spends all their day. So they're incredibly powerful companies. Twitter banned any mention of this story. If you wanted to link to the reporting from the New York Post and then ultimately Fox News and other right-wing outlets that were doing the reporting, the link wouldn't work. You would put the link and they would say, this link is banned. Not just for publicly tweeting, but even if you wanted to have a private conversation using the chat function on Twitter, you couldn't link to the, it was just censored, it was banned, like you were in China. Laut dem investigativen Journalisten Glenn Greenwald versuchte Silicon Valley zu Beginn der Enthüllung, alle Berichterstattungen dazu in den sozialen Medien zu zensieren. Als die Vorwürfe gegen Hunter Biden immer schwerwiegender werden, kommt Papa zur Hilfe. I'm not concerned about any accusations been made against him. It's used to get to me. I think it's kind of foul play, but look, it is what it is. And he's a grown man.
He is the smartest man I know. I mean, in a pure intellectual capacity. You know, I spent more time on my hands and knees, picking through rugs, smoking anything that even remotely resembled crack cocaine. I probably smoked more Parmesan cheese than anyone, anyone that you know, I'm sure, Tracy. Der größte Vorwurf, der an Joe Biden kleben bleibt, ist, dass die Geschäfte seines Sohnes in der Ukraine zu einem Interessenkonflikt mit seiner Rolle als Vizepräsident und Beauftragter des Weißen Hauses für die Ukraine geführt hätten. It's not a conflict of interest. There's been no indication of any conflict of interest from Ukraine or anywhere else. Period. Der Hintergrund. Nach dem Ende der Maidan-Revolution im Mai 2014 war Hunter Biden in den Vorstand von Burisma Holdings eingetreten, dem größten privaten Öl- und Gasförderunternehmen in der Ukraine. You didn't have any extensive knowledge about natural gas or Ukraine itself, though. No, but I think that I had as much knowledge as anybody else that was on the board. If your last name wasn't Biden, do you think you would have been asked to be on the board of Burisma? I don't know. Probably not. Hunter Biden hatte also keine Ahnung von Gasförderung oder Energieversorgung, aber er saß jetzt im Vorstand und hat dafür $50,000 monatlich kassiert. Okay. Joe Biden hatte zuvor versprochen, der Ukraine zu helfen, wenn es zu einer Energiekrise kommen würde, nachdem man sich von Russland unabhängig gemacht habe. Burisma war damit als einheimischer Produzent in einer glücklichen Position, um von den extrem steigenden Gaspreisen infolge des Konflikts mit Russland zu profitieren. Was sagt Joe Biden dazu? Isn't this something you want to get to the bottom of? No, because I trust my son. But that doesn't pass the smell test. Like when you're vice president, isn't there a higher standard? Don't you need to know what's happening with your family? Don't you need to put down some guardrails? Unless there was something that was, there was something on its face that was wrong. There's nothing on its face that was wrong. So look, if you want to talk about problems, you know, let's talk about Trump's family. I mean, come on, this is. So guys are amazing. So you think that everything that happened was kosher? You know, there's not one single bit of evidence, not one little tiny bit. Gegen Burisma war schon 2012 ermittelt worden, wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption. 2014 war Hunter Biden als Vorstand eingestiegen, ein Jahr später wurde Viktor Shokin Generalstaatsanwalt der Ukraine. Für die USA war Shokin schon immer aufgrund seiner Nähe zu prorussischen Oligarchen ein Problem. Öffentlich warfen sie Shokin vor, er würde vorsätzlich nichts gegen die Korruption in der Ukraine unternehmen. Sehr überzeugend. Wenn das für die USA sonst kein Problem ist, von Riad bis Kairo, waren die schon immer mit den korruptesten Regimen der Welt verbündet. Aber gut, Joe Biden hatte mit anderen westlichen Regierungen immer wieder darauf gedrängt, Shokin zu entlassen. Als Druckmittel nutzte er Milliardenkredite des IWF. Die würden blockiert werden, sollte die Ukraine nicht die Forderung erfüllen. Hier prahlt Joe Biden darüber, wie er es angestellt hat, Shokin als Generalstaatsanwalt feuern zu lassen. I said, I'm telling you, you're not getting the billion dollars. I said, you're not getting the billion, I'm going to be leaving here, and I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Aber nicht nur das. Hier spricht Biden in einem geleakten Telefonat mit Präsident Poroschenko in eiskalter Mafia-Manier über seine Bedingungen. Anything you can do to push the private bank to closure, so that the IMF loan comes forward, I would respectfully suggest is critically important to your economic as well as physical security. I know it's difficult. I know Kolomorsky is a pain in the ass and a problem for everybody, but it really is critical. Poroschenkos ökonomische und physische Sicherheit ist in Gefahr? Wow. Jedenfalls wird Shokin entlassen und sein völlig unerfahrener Nachfolger, Lutsenko, der die Ermittlungen gegen Burisma fortsetzen soll, spricht ihren Geschäftsführer von allen Vorwürfen frei. Und im geleakten Telefonat von Biden stoßen wir wieder einmal auf den Zelensky-Förderer, den Oligarchen Kolomoyski. Interessant ist bei all dem die Verbindung zwischen Hunter Biden, Burisma und Kolomoyski. Das Anti-Corruption Action Center in der Ukraine veröffentlichte am 26. August 2012 eine Analyse mit dem Titel Kings of Ukrainian Gas.
Später wurde sie von der Website entfernt. Die Untersuchungen legten nahe, dass Burisma von dem Oligarchen Kolomoyski kontrolliert werde. Auch in den E-Mails des US State Department von 2015 wird Burisma als Teil von Kolomoyskis Finanzimperium bezeichnet. Dass Hunter Biden Zahlungen von Kolomoyskis Privatbank erhalten hat, zeigen Gerichtsakten aus dem Jahr 2019. Was sagt uns das alles? Nichts Neues. Nicht die Ukraine entscheidet über ihr Schicksal, wie uns oft erzählt wird. Es sind die USA und ihre Verbündeten. These guys are amazing. Was ist jetzt eigentlich aus Hunter Biden geworden? Mit dem Wahlsieg und der Vereidigung von Joe Biden gegen Donald Trump 2021 wächst langsam Gras über die ganze Sache. Hunter Biden will das finstere Image natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er setzt die gute alte PR-Taktik ein. Er zieht sich zurück und geht dann Monate später voll in die Offensive. Er macht sich nackig, um später, wenn neue Kritik aufkommt, sagen zu können, das ist doch nichts Neues. Ist doch alles unlängst bekannt. Jeder Mensch macht Fehler. Mein Leben geht weiter. Unterstützung für diese Botschaft kommt von einer der erfolgreichsten TV-Talkshows Amerikas. Our next guest is probably the most famous board member of a Ukrainian energy company of all time. His new memoir is called Beautiful Things. In case you've been wondering where he is, welcome Hunter Biden. I have to tell you, after reading this book, I'm impressed that you're alive. I really am. It is amazing that you are alive after all the crazy things that you've been through. Wer auch nicht mehr am Leben ist, sind all die Ukrainer und Russen, die aufgrund des andauernden Krieges sterben müssen. All die Menschenleben, die derzeit für ein geostrategisches Schachspiel geopfert werden. All die Männer, Frauen und Kinder, die in einem Krieg umkommen, der nur ausgebrochen ist, weil sich das Weltimperium der USA um seine Vormachtstellung fürchtet. Du hast wirklich alles getan, damit es zu diesem Krieg kommt. Du hast genug Schaden angerichtet. Dein Einsatz ist vorbei, Rambo, verstehst du mich? Dein Einsatz ist vorbei. Sieh dir das an da draußen. Sieh dir das an! Wenn du jetzt nicht damit aufhörst, werden sie dich umlegen. Ist es das, was du willst? Es ist vorbei, Johnny. Es ist vorbei! Nichts ist vorbei! Gar nichts! Ihr könnt nicht einfach aufhören! Es ist nicht mein Krieg gewesen! Ihr wolltet es so, ihr habt angefangen! Ich habe nur alles getan, um zu gewinnen, aber irgendjemand ließ uns nicht gewinnen! Seitdem ich den ersten Teil meiner Recherchen über den Krieg in der Ukraine veröffentlicht habe, werde ich gefragt, was ist die Lösung? Wie können wir Frieden schaffen? Ich habe lange darüber nachgedacht. Leider muss ich enttäuschen. Solange wir unbewusste Konsumenten bleiben und damit dieses System stabilisieren, wird es keinen echten Frieden geben. Wir können die große Katastrophe aufschieben, aber sie nicht verhindern. Mit jeder Maßnahme werden wir nur die Symptome bekämpfen und ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Today, the members of the Science and Security Board find the world to be no safer than it was last year at this time, and therefore have decided to set the doomsday clock at 100 seconds to midnight. The doomsday clock continues to hover dangerously, reminding us how much work is needed to ensure a safer and healthier planet. We must continue to push the hands of the clock away from midnight. Es gibt zig Möglichkeiten, Maßnahmen, wie man den Zeiger um ein paar Sekunden zurückschieben könnte. Aber retten wird es uns trotzdem nicht, weil wir nichts gelernt haben, weil wir den Wert unseres Lebens und dieser Welt nicht erkannt haben, weil wir keinen Sinn und Zweck für unsere Existenz gefunden haben, weil wir die Leere in uns spüren und in der Furcht leben, dass alles im Nichts enden könnte, weil wir Angst davor haben, in der Erde verscharrt und vergessen zu werden. Deshalb sind wir süchtig nach momentaner Befriedigung. Deshalb setzen wir nur auf Nutzen, Gewinn und Interessen für uns selbst. Deshalb erheben wir uns selbst über andere und wollen dafür angebetet werden. Deshalb suchen wir die Lösung im Außen, weil wir mit unserem Innern nichts anfangen können. Oder liege ich falsch und ihr würdet sogar einen Baum pflanzen, wenn ihr wüsstet, dass morgen die Welt untergeht? Oh Mann! Von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören.
Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den Killer erwischt und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal, wie tief der Held in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr. Am Schluss der Sendung wird er gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten. Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität. Wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus. Schaltet sie aus. Schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht sie ab mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? Dreht die Apparate ab! Es ist gerade 3.50 Uhr am Morgen. Und ich sitze hier mit Hamza an der Kamera. Ich habe fast 2 Monate Tag und Nacht an dieser Recherche gearbeitet und ihr könnt hier sehen, wie viel Mühe drin steckt und unser Ziel ist es, euch die höchste Qualität zu bieten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen Beitrag eurer Wahl dalässt. Einfach so viel, wie viel euch diese Recherche hier wert ist. Vielen Dank. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht.